Lin, guten Tag, mein Lieber. Guck mal, was ich für ein schönes Lenkrad hier dran habe, Lin. Habe ich von Lin bekommen. Rackwillisa sagt, guten Abend, Leute. Simones Löbling ersten Grades. Ach, warte mal, mir fehlt noch eine Maus, Sekunde. Simone Löbling ersten Grades, da muss ich doch direkt mal gucken. Zum 6. Mal Captain Baloo heute, zum 12. Mal Löbling ersten Grades, Mr. Seelenlos. Zum 4. Mal Löbling ersten Grades, vielen Dank für euren Support. Löbling ersten Grades, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, sind Kanalmitgliedschaften, die man abschließen kann, indem man den Button unter dem Video drückt. Der Stream-Element-Bot ist da, will aber beim Herrn Koch noch nicht. Kai Pirinha ist da. Wer ist noch da? Micha ist da, Herr Koch ist da, Rackwill haben wir gesagt. MT ist da, Afrika Tom, Fipsi ist am Start, der Jute Philipp, der Herr Koch, haben wir schon gesagt, Herr Löblich, wer auch immer dit ist.
Ich glaube, das war erstmal. Sascha hat ganz völlig außer Rand und Band geschrieben: Wenn ich nach dem Fußball noch da seid, schaue ich noch rein. Der hat auch ein bisschen Probleme mit seinem T9-Modus oder wie das heißt hier. Vielleicht redet der auch so unter Spracherkennung an. Man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Man weiß es nicht. So, wir warten jetzt noch, bis es 18 Uhr ist. Dann legen wir los heute mit diesem großartigen Livestream Le Mans Ultimate. Ungefiltert. Warum ungefiltert, das erzähle ich euch gleich mitsamt dem Intro. Ja, ey, Micha, wer löblich, ich habe keine Ahnung. Das muss ein extrem gut aussehender, intelligenter, sportlicher, reicher, potenter Typ sein. Herr Löblich. Ich höre den Blödsinn auf. Ha, ja, und damit. Warten Sie, wir startet, wir machen das nochmal hier. Punk Racing ist Mitglied ersten Grades. Vielen Dank, Punk Racing. So, ich muss das hier nochmal. Entschuldigung. Mann, hier mittendrin. Ich höre mich den Blödsinn auf. Ja, und damit. Hallihallo, kleines bisschen auch meine geneigten Simulationszuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Runde. Herr Löblich am Steuer heute mit dem Ersteindruck der Early Access Variante. Hier ist ja kein Lenkrad von Le Mans Ultimate. Der gute Rex, aka Kevin, war so lieb. Punk Racing, danke für deine Kanalmitgliedschaft. Mir Le Mans Ultimate zu sponsoren bei Steam. Ich hätte es mir nicht geholt, weil ich dachte, ich warte erstmal, bis das alles so ein bisschen aus dem Early Access, bis das alles, ne, man liest ja dies und das und jenes. Und ich dachte, bevor ich da jetzt 30 Euro ausgebe für irgendwas, was ich zum Schluss vielleicht dreimal benutze, warte ich lieber noch ab. Jetzt hat es ja Philipp reingehaut, naja, dann können wir uns das auch angucken. Und ich hab's, erzähle ich gleich weiter. Ich halte an dieser Stelle nämlich erstmal wie immer mein Schwanzesbild und sage liken, kommentieren, abonnieren. Und wer Bock hat, von mir per Fax benachrichtigt werden, wenn man wie so Streams drückt, die Glocke unter dem Video und stellt sie auf alle. Und wer mich unterstützen möchte, drückt den Super-Button unterm Video oder wird Kanalmitglied, wie der Punk Racing oder Simone. Oder benutzt einen der zahlreichen Links in der Videobeschreibung. Aber Freunde, ihr wisst, das Wichtigste ist Daumen drücken. Drückt den Daumen unterm Video, denn die schütteln die Pflaumen. Trinkgeld ist wie Trinkgeld kostenlos, unkompliziert, bringt aber den Kanal enorm weiter. Was ich sagen wollte ist, jetzt gucken wir trotzdem rein, ich hätte das mir halt nicht besorgt, weil für alle, die mich nicht kennen, ich bin kein Simracer. Ich fahre unglaublich gerne Auto. Ich fahre auch unglaublich gerne Simracing-Titel. Ich bin aber nicht kompetitiv. Ich fahre jetzt auch nicht Online-Multiplayer irgendwelche Geschichten. Ich gehe diese ganze Ding hier heute aus einer komplett unbefangenen Gelegenheits-Autorennsimulationssicht an. Wir werden vielleicht mal in den Multiplayer reingucken, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Weder interessiert mich die Strecke Le Mans besonders, noch die Klassen, die hier, ich weiß auch gar nicht so viel, ich habe keine Ahnung, welche Autos es gibt, ich habe keine Ahnung, welche Strecken angeboten werden, deswegen ungefiltert. Ich habe, glaube ich, ein Gameplay-Video zu dem Spiel gesehen. Ich habe keine Videos von anderen Simracern geguckt. Mache ich sowieso nicht, aber auch zudem nicht. Ich habe auch noch keine Bewertung gelesen, außer die auf dem Discord. Und da geisten sich die Scheider. Da scheiden sich die Geister. Da gibt es halt welche, die sagen, und da gibt es welche, die sagen, oh! Und ich will mich dem ja nicht anschließen. Mein erster Gedanke war, als ich Gameplay-Videos gesehen habe, warum haben sie nicht einfach eine R-Faktor 2-Mod gemacht? Hätten sie doch auch machen können. Hätten sie von mir aus auch 30 Euro für nehmen können, weil wenn man sich die letzten R-Faktor 2-Mods angeguckt hat, die sind halt geil. Nicht Mods, die DLCs. Meine ich natürlich nicht Mod DLC, sie hätten einen R-Faktor 2 DLC einfach auch draus machen können für 30 Euro. Auf der anderen Seite dachte ich mir, ach, warum nicht mal so ein bisschen frischen Wind, neues Menü, vielleicht ist ein neuer Netzcode drunter, also Basis R-Faktor 2. 30 Euro ist jetzt im Early Access, finde ich, auch noch völlig in Ordnung. Also man kann jetzt für 30 Euro nicht viel falsch machen. Die Frage ist,
Muss man die 30 Euro jetzt schon ausgeben oder nicht? Sollte man noch warten? Sollte man nicht warten? Macht es Sinn bei all dem, was schon draußen ist? R-Faktor 2, AMS 2, Forza Motorsport, für die Consoleros, Gran Turismo 7, ACC, Assetto Corsa überhaupt, vor allem mit wie heißt es, Custom Shader Patch, Content Manager, Pure und Race Room, macht es überhaupt Sinn, sich noch eine SIM aufs System zu laden? Auf der anderen Seite hat R-Faktor 2 immer noch mit Schwächen zu kämpfen oder hatte. Und es gibt aber eben, wie der liebe Manuel Städel heute geschrieben hat, für Puristen, die auf besondere Sachen Wert legen. Die R-Faktor 2 Physik ist für mich nach wie vor ungeschlagen. R-Faktor 2 ist für mich eine der, wenn nicht die beste Simulation, Rennsimulation im Rennkontext, wenn man jetzt mal von BeamNG absieht. Was die Physik anbelangt, iRacing, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich mich raus, kenne ich nicht. Ich kann immer nur von dem ausgehen, was ich kenne. Nur R-Faktor 2 ist halt eine kleine Zicke. Und ist mir auch zu teuer. Die neuen Inhalte sind alle super, aber für mich als Gelegenheitsfahrer macht es keinen Sinn, laufen für ein paar Euro, nur um ein Video zu machen, Geld auszugeben. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das natürlich für die Hardcore-Fans Sinn macht. Und dann dachte ich mir, okay, warum nicht? Ne? Warum nicht? Ich bin da jetzt erstmal total unvoreingenommen. Was ich euch schon mal sagen kann, ist, ich benutze jetzt erstmal hier im Tuning-Menü benutze ich jetzt erstmal das Game-Profile von R-Faktor 2, was hier hoffentlich drin ist. Wir nehmen einfach die Standard-Settings von R-Faktor 2. Guck mal, wie das Force Feedback ist. Ja, Force Feedback Stärke 45%. Drehbereich auf Automatik, linear, 16 Dämpfer, 2 Friktionen. Ich nehme einfach erstmal dit. Mich interessiert auch ehrlich gesagt nicht, was ihr alle toll eingestellt habt, weil soll ja meine Meinung sein zu dem, wie ich das beim ersten Mal erlebe. Und ich mache nicht direkt schon von Hause aus immer, was alle anderen machen. Das finde ich, ist dann irgendwie ein bisschen daran vorbei, sondern das hier soll vor allem für die Leute sein, die vielleicht mal, die jetzt gesehen haben und denken, besorge ich mir das? Ja, nee, ich will auch mal ab und zu Simracen. Was ich sehr geil finde, also erstmal hier das SimHub hat ein Update bekommen, sieht ein bisschen anders aus, was ich sehr schön finde, hat sich optisch zum Positiven verändert und SimHub hat schon Daten für Le Mans Ultimate drin. Ich habe hier mein tolles Matrix-Display, Shift-Light, Flaggenlicht, Annäherungssensor und so weiter und so fort. Hier links ist mein Vocor-Display, da ist eine Bosch DDU drauf. Eine DDU8, das ist diese hier, und ich habe dieses Spiel noch nicht einmal angehabt. Keine Grafikeinstellungen, keine Steuerungseinstellungen, ihr habt es gesehen gerade, noch nichts gemacht. Irgendjemand. Der belgische Frank ist da, sehr schön. Thomas W., Gita Micker ist da, Christian Heinemann ist am Start, dem Nietzsche sein Marvin ist da. Mein Name sagt, das ist ja eine Aussicht wie vom Berghof. Das ist sehr schön, das freut mich. So positiv gemeint ist, wenn nicht, habe ich es nicht verstanden. So. This is good. Keep it up. Now
Okay, das war schon mal geil. Sehr schön. Wo ist denn hier Germanien? Da. Ist sehr heroisch. Also wenn das da im Hintergrund die Grafik ist, dann freue ich mich da schon mal sehr drüber. Ich möchte überspringen. Choose Preset Expert. AI Difficulty, das machen wir alle gleich. Wir machen ja erstmal, ich möchte auf jeden Fall erstmal diesen Sound im Hintergrund loswerden. Und lala, Musik, la. Das ist gleich mal das Erste. Okay, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich hab gedacht, R-Faktor-Menü. Nein, kein R-Faktor-Menü. Fick gut. UI Music Volume. Sehr schön. Muss ich das jetzt noch irgendwo speichern? Nein. Kann ich... Okay, ich muss da oben den Pfeil erwischen. Aha. Das finde ich cool. Gefällt mir. Option. Wählen zuerst mal in die Option. Voreinstellung Benutzer definiert. Rennlinie aus. Autokupplung aus. Lenkhilfe aus. Gegenlenken aus. Bremshilfe aus. Gibt es hier realistisch? Okay, die Pfeiltasten bringen schon mal nichts. Muss ich also mit der Maus machen. Reagiert ein bisschen langsam. Okay. Erholung nach Drehern. Richtet das Auto nach Drehern automatisch aus? Natürlich nicht. Und Verwundbarkeit lassen wir auf jeden Fall an. ABS. Okay, gibt... wie es aussieht, keine Einstellung für realistische Fahrhilfen. Zwischengas aus. Automatisch vom Gas aus. Bremsen halten. Was heißt das? Hält die Bremsen automatisch, bis ein Pedal gedrückt wird? Nein. Kupplung halten? Nein. Schaltwiederholung. Fügt eine Verzögerung? Nein. Motor automatisch starten? Pff, ist mir eigentlich relativ wumpe, ehrlich gesagt. Autoscheibenwischer? Ja. Autoscheinwerfer von mir aus auch. Automatisch rückwärtsfahren? Nein. Automatischer Boxenlimiter? Gerne. KI-Stärke stell ich mal auf 93. Ich weiß nicht warum, aber das scheint bei mir eine KI-Stärke zu sein, mit der ich gut klarkomme. Zumindest bei anderen Simulationen. Dementsprechend lassen wir das mal so. Wunderbar. Wir gehen auf die Grafikeinstellung. Videotreiber Fullscreen. Wir fahren natürlich in 4K. Bildwiederholrate 60 Hertz. V-Sync ist im Treiber an. Nachbearbeitungseffekt durch, Bewegungsunschärfe, Trackside only. Da hatte ich bei R-Faktor Probleme mit. Würde ich erstmal auslassen. Ah, okay, das geht auch schneller. Sehr schön, gefällt mir auch. FSAA, FXAA, Multiview, Hardscale, normal. Da ich in 4K fahre, lasse ich die ganzen Aliasings erstmal aus. Ah, das Menü reagiert leicht verzögert. Preset Custom. Ich mach mal. Ich mach mal erstmal High. Wir gucken mal, wie es läuft. Texturfilter natürlich 16-fach. Ich mach mal erstmal High und wir gucken mal, wie es läuft. So Optik, sichtbare Fahrzeuge, Live-Fernsehmonitore, aktiviert Live-Monitore einschrecken, lasse ich auch erstmal an. Falls irgendjemand hier schon irgendwas sieht und sagt, ey, das musst du auf jeden Fall ausmachen, weil brauchst du nicht, kostet aber ganz viel, Performance, gerne in den Chat. Sound, Effektanzahl 256, Spotter High. Hi. Rundenzeiten always, Lautsprecherkonfiguration, Kopfhörer, Headphones, weil ihr guckt Speakers, nehmen wir mal hier schön Headphones. Rtf. Brauchen wir nicht. Streckenrandmodus Broadcast. Immersiv. Okay, wir lassen mal Broadcast, Gesamtlautstärke. Ja. Also. Ich hoffe, der hat das jetzt alle gespeichert. Ich musste nicht neu starten. Alles hat sofort auf Anhieb funktioniert. Wie gesagt, ich fahre auf 4K. Da bin ich jetzt erstmal sehr gespannt. Also, das finde ich schön. Das hat was. Rennwochenende. Ach so, Steuerung sollte ich vielleicht mal einstellen. Das wäre einfach mal ja nicht so verkehrt.
Steuerung, Primärsteuerung. Gibt's hier Voreinstellungen? Nein. So, Steuerung links. Okay. Steuerung rechts. Jas. Bremse. Kupplung. Hochschalten. Runterschalten. Okay, er hat schon die richtigen gleich drinne. Finde ich schon mal sehr gut. Neutral. Ist bereits aus der Fahrerkamera. Nicht Fahrerkamera ändern. Machen wir gerne auf C. Will er nicht? Kann ich hier machen? C? Achso, Tastatur hängt da oben. Alles klar. Boxenstopp anfragen brauche ich erstmal nicht. Nächste MFD-Seite. Wo ist denn hier der? Wo ist denn hier der? Hier unten. Nächste MFD-Seite rechts, links, MFD nach oben. Oh, die Verzögerung ist hier so ein bisschen nervig. MFD nach unten, MFD-Wert erhöhen, MFD-Wert erniedrigen. Du bist ein hässlicher MFD-Wert, ich hasse dich. Haben wir. Autosteuerung. Tempobegrenzer, Scheinwerfer hätte ich gerne da. Lichthupe hätte ich gerne da. Scheibenwischer hätte ich gerne. Das hat schon echt wenig Knöpfe hier auch, das Lenkrad. Zündung, Starter brauchen wir nicht, weil der Motor automatisch gestartet wird, laut meiner Einstellung. Dann machen wir mal den Scheibenwischer hierhin. Bestätigen. So, Traktionskontrolle interessiert jetzt erstmal alles nicht. Stärke, Traktionskontrolle brauche ich alles nicht, brauche ich alles nicht, brauche ich alles nicht. Gameplay, KI-Steuerung, Lenkhilfe ein, aus. Stabilitätskontrolle brauche ich auch alles nicht. Kamera brauche ich auch alles nicht. Interaktion brauche ich auch alles nicht. Calibration. Ah, wie gesagt, die Menüverzögerung, aber das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Jas, Bremse, Kupplung, funktioniert alles. Lenkbereich des Fahrzeugs verwenden. Das ist alles hier noch. R-Faktor, Head Vibration, lasse ich auch erstmal alles so. Mich interessiert vor allem wirklich erstmal, wie sieht es aus, wie fährt es sich. LEDs verwenden, von mir aus, hat der überhaupt LEDs? Wie sieht ehrlich gesagt ja nicht. So, dann gucken wir mal hier ins Force Feedback. Nein, lasse ich jetzt auch erstmal alles so. So, und dann gucke ich hier einmal noch kurz Kamera. Mich interessiert Kamera, Kamera, Kamera. MFD unten oben links rechts. Nächste MFD seit Enter. Fahrzeugkamera ändern. Hätte gerne auf C, bitte. So. Ja, ich glaube, das war's. Damit haben wir erstmal alles eingestellt. Race Weekend. Okay. Es gibt auf jeden Fall... Oh, es gibt Sebring. Das ist natürlich gleich geil, um das Force Feedback mal auszuprobieren. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich entscheide mich jetzt noch nicht für eine Strecke, weil macht eigentlich Sinn, bei Le Mans Ultimate als erstes Le Mans auszuprobieren. Könnt ihr mir mal in den Chat schreiben. Ich würde mir erstmal ein Auto raussuchen. Hypercar, LMP2, GTE. Wir fangen mal klein an. Aston Martin, Corvette, was ist das? Die C8, ne? Ja, 488. Ich verstehe die Frage nicht. Wir fahren natürlich erstmal Porsche. Gibt das hier, sind das, was ist denn das? Ah, okay, alt klar.
Aber das ist dann hier hinten, das ist dann sozusagen Porsche. Okay, also wir haben vier Fahrzeuge. Aston Martin, wo heißt er? Vantage. Wir haben Corvette C8 RGTE. Wir haben den 488 GTE Evo. Und wir haben den 911 RSR 19. So, wir haben hier die Event-Option. Sladi, schönen guten Abend. Svenne ist auch da. Max Jones ist da. Amado ist da. So, wir machen hier erstmal Training. Wir machen erstmal eine Stunde. Wir machen Qualifying. Kann ich das doch einfach wegmachen? Geil, okay, weil ich will jetzt erstmal noch nicht Rennen fahren. Klassen von mir aus alle. Reifenabnutzung, Kraftstoff real. Fortgeschrittenoption. Practice on. Qualifying, Startdauer, Time. Uhr am 12 Uhr am. Jetzt muss ich mal, was ist ein am? Am ist vormittags, ne? Wir starten mal 8 Uhr. Trainingsdauer kann ich irgendwo einstellen, wie schnell die Zeit vergeht. Real Road Timescale, Real Road Temperature, ne. Private Practice, ne. Wetter. Voreinstellung. Training. Partially cloudy, mostly cloudy. Okay, lassen wir so. Wunderbar. Fortgeschritten. Timescale. Hier, sehr schön. Hätte gerne auf 20-fach. Ihr könnt in der Zwischenzeit alle mal den Daumen unter dem Video drücken, ja? Wir haben hier, möchte ich kurz mal sagen, 312 Aufrufe und 56 Daumen. Da geht auf jeden Fall noch was. Und herzlich willkommen allen, die gerade neu zugeschaltet haben. Le Mans Ultimate, meine lieben Freunde. Kevin hat's reingehauen. Ich hab's noch nie angehabt. Und bin sehr gespannt. Muss ich hier noch was einstellen? So, wo ich, was ich immer wieder leider überall gelesen habe, ist Ladezeiten. Wir lassen uns mal überraschen. Achso, habt ihr jetzt eigentlich schon geschrieben, was wir fahren? Le Mans oder Sebring? Hat schon irgendjemand irgendwas gesagt? Aussicht wie vom Berghof? Nö, hat ja keiner was gesagt. Na gut, dann fahren wir erstmal Le Mans. Le Mans. Hab ich doch schon ausgewählt. Fortsetzen. Hat er einen Porsche noch drin? Eventoption. Achso, hier. Start Race Weekend. Da. Hallo. Kevin, da ist er übrigens, der Rex. Eins in den Chat für den Kevin. Der hat mir nämlich Le Mans hier hängt. So, Ladezeit ist jetzt bei 50%, also da gibt es Schlimmeres. Ist natürlich kein ACC, ne? ACC ist ja brutal, was die Ladezeiten anbelangt. Talokan ist am Start. Das ist so eine der Sachen, die mich tatsächlich bei R-Faktor so am meisten gestört hat, waren tatsächlich einfach die Ladezeiten. Wenn das läuft, ist das wunderbar. Wenn das funktioniert, ist das wunderbar. Ich finde die ganzen neuen Inhalte sehr, sehr geil. Ich fahre R-Faktor deswegen nicht, weil es gibt mir zu wenig Inhalte, die mich interessieren. Und die Mods kannst du in der Regel in die Tonne drücken. Micha sagt, Private Session ist gleich Solo. Na, ich mache ja keine Private Session, weil ich will ja wissen, wie die Performance ist mit Gegnern auf der Strecke. Deswegen mache ich jetzt hier gleich erstmal, ich will gleich erstmal das volle Programm haben. Ich will wissen, wie läuft es in 4K auf High mit Gegnern. Nemesis ist auch am Start, sehr schön. Okay, es sind offensichtlich R-Faktor 2 Ladezeiten. Wenn man das weiß,
also, ne, wenn ich, das ist eben so wieder so ein bisschen, dit, ich kenne R-Faktor 2, ich weiß, R-Faktor 2 hat Ladezeiten. Ich meine, die laden halt auch eine Menge. Die laden eine geile Grafik, die laden geile Texturen, die laden geiles Wetter, die laden Strecken und Tempo. Also, das Spiel kann ja auch eine Menge. Von daher kann man da auch mit Ladezeiten leben. Es ist auch eine eigene Engine, das ist halt nicht Unreal Engine, wie zum Beispiel ACC. Wobei ACC schießt da schon echt den Vogel ab, im positiven Sinne, was die Ladezeiten anbelangt. Das ist schon ziemlich krass. Oldtimer sagt, mit der Maus rechtsklicken kannst du 10er Schritte im Menü machen. Sehr gut, vielen Dank. Ist eine wichtige Info. Lin sagt, ich kann nochmal aufs Klo gehen. Palam ist am Start und sagt, ist beim zweiten Mal laden schneller. Ja, ja, das weiß ich. Tatsächlich, das erste Mal laden ist immer so ein bisschen, wie gesagt, ich bin da jetzt erstmal, ich hab da irgendwas von Ladezeiten von 5 Minuten gelesen, das sind wahrscheinlich dann auch Leute, die noch im Rechner eine HDD haben, vermutlich, auf der anderen Seite, ja, also, wenn ich den Euro-Truck-Simulator zum ersten Mal starte, mit Pro-Mods, lädt der ähnlich lange. Finde ich jetzt erstmal noch. Ich bin auch der Meinung, ist schneller als R-Faktor 2. Sladi sagt erstmal ein Däumchen, ihr Fläumchen. Der belgische Frank sagt, bei mir war das erste Laden sehr lange, danach war es viel schneller. Talokan sagt, mir persönlich bietet LMU zu wenig Strecken. Ja, ist ja jetzt erstmal der Anfang. Und ich bin ja ganz froh, dass sie, obwohl das Le Mans Ultimate heißt, überhaupt noch andere Strecken da haben. Von daher. Was ich mich vor allem frage, ist, muss ich das haben? Gibt es irgendeinen Grund, warum ich das jetzt kaufen muss? Ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn Leute explizit auf die Klassen und diese Strecke Le Mans oder die Strecken, die es hier gibt, Bock haben, dann kann ich mir vorstellen, dass für die denn zum Schluss der Netcode wichtig ist, ne? Wie sieht's denn aus mit Matchmaking? Wie sind denn die Server? Wie viele Leute sind denn unterwegs? So, bin sehr gespannt. Okay, jetzt 61 Frames, 59, 56, 60. Wir lassen den mal hier kurz so ein bisschen laden. Jetzt hat er sich bei 60 Frames eingepegelt. Leise ist es. Gesamtlautstärke, da geht doch noch was. Spotter. Was hast du gesagt? Rechtsklick sind 10er Schritte. Geil. Sehr geiler Tipp. Das ist immer noch ganz schön leise. Weiß jemand, ob das Sinn macht, den Sound lauter zu stellen als... Ich mach mal kurz 200, einfach um mal zu checken. Also, es gab immer noch keinen vollen Ausschlag. Krasser Scheiß. Okay, Kupplung geht. Das finde ich übrigens, kann ich jetzt schon mal sagen, das fand ich schon bei R-Faktor immer geil, finde ich hier auch geil. Die haben ein geiles Kupplungsgefühl. Okay, also ich hab alles, was Anti-Aliasing ist, aus. Ist jetzt erstmal okay. Force Feedback ist gut, Standardeinstellung. Oh, kalte Reifen, alt klar. Irgendwo da unten ist die Reifentemperatur. Oh, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Le Mans gefahren bin. Wir fangen mal langsam an. Wer hat's gesagt? Irgendwer hat doch gesagt. Wie am weltweiten Rennen Donald ist. Ah, schön.
Okay. Ah, die Kupplung. Machen die gut. Auch wenn ich da jetzt böse Worte auf mich ziehe, es sieht halt aus wie ein ganz neues DLC für R-Factor 2. Also wenn mich jemand rangesetzt hätte, hätte ich gesagt, hier, das ist das neue Le Mans DLC, hätte ich gesagt, geil. Das soll jetzt ja nicht negativ gemeint sein. Der Sound ist wirklich sehr gut. Könnte ein bisschen Bass vertragen. Also was ich jetzt natürlich nicht sagen kann ist... ja, Force Feedback ist geil. Was ich nicht sagen kann ist... ob die Texturen besser sind, aber es sieht, sieht gut aus. Hat mich jetzt schon so ein bisschen... Wir fahren auf High, wir fahren nicht auf Ultra. Hier vorne links die Leitplanke. Die ist so 50 Meter vom Auto. Passiert da irgendwas mit dem LOD? Sehr geiles Reifengeräusch. Geiler Innenraum, gute Texturen, scharfe Texturen, sieht crispy aus. Die Bäume fallen mir sehr gut, muss ich sagen. Oh, hier gibt es schöne, feine Details im Force Feedback. Bremse geht. Wir fahren jetzt die ganze Zeit mit 60 FPS. Gefällt mir auch gut. Man sieht alle, was man braucht. Ah, Force Feedback ist sehr geil, wirklich. Machst du den jetzt auch wieder an? Nutze Gas- und Gangschaltung, um das Fahrzeug zu schieben. Verstehe ich nicht. Okay, er macht den Motor offensichtlich nicht von alleine wieder an, obwohl ich eingestellt habe, dass sein Motor automatisch starten soll. Das ist interessant. Steuerung. Das ist da. Und die Steuerung. Zündung. Ich habe keine Ahnung, was für eine Tasten das sind. Single, Semi. Okay. Da muss ich mir dann doch mal Taste hier belegen. Optionen. Steuerung. Steuerung. Zündung. Nee, Starter.
Sound ist geil. Oh, was hat denn der, Alter? Sicher, ist das Le Mans Truck Simulator oder was? Die Reifen sind wieder kalt, klar. Ja, ich habe auch eigentlich eingeschaltet, dass er den Motor automatisch startet, hat er aber nicht gemacht. Fahr vorbei. Oh, das war geil. Also, das Reifen auf Straße, Gefühl. Der hat sich gleich mal richtig in die Hose gekackt da hinter mir. Reifen auf Straße ist geil, das können die einfach. Das können die wirklich sehr gut, da kannst du nichts gegen sagen. Gib neben AMS 2 nicht so viele Sims, die so ein geiles Reifen auf Straße, Gefühl haben. Und das hat sich gerade sehr gut und sehr realistisch angefühlt, weil so ein Rennreifen, der klebt halt einfach an der Straße. Ah, der Sound ist sehr gut. Rutschen ziemlich die Hobel. Was ich auch sehr geil finde, ist, du kannst genau, also ich habe jetzt genau gehört, welches Rad blockiert hat. Finde ich auch ziemlich geil. Man kann den Sound ziemlich gut orten. Der macht doch Sinn, was du hörst. Was du hörst, findet sich auch im Force Feedback wieder und in der Fahrzeugbewegung. Grüße! Ah, hier, das ist schon geil. Das wird jetzt gerade vibriert. Ich weiß nicht, ob ich einen Bremsplatten habe. Aber das war gerade eine richtig geile Massage. Ich wollte gerade sagen, standardmäßig keine Streckenkarte an, aber hier oben links ist sie. Rückspiegelqualität. Also wie gesagt, wir fahren auf High. Dafür aber in 4K. Ich würde mich ja dazu breitschlagen lassen. Okay, also irgendwie vibriert er sehr stark bei ab 250. Kann ich mir durchaus wirklich vorstellen, dass das ein Bremsplatten ist. Ja, du merkst halt jede Körperrille im Force Feedback. Das finde ich geil. Dafür fühlt es sich aber nicht zu stark an. Also die finde ich sehr gut. Ich mag ist hier, dass hier vorne diese Schatten da, diese Level of Detail der Schatten, dass man jetzt so kurz vorm Auto sieht. Auf High. Hi. Mag, dass es da hinten so ein bisschen diesig ist. Oh.
Okay, dass sie dir so hinten rinscheppern, ist natürlich ein bisschen nervig. Also wenn ich überlege, es sieht aus wie ein R-Faktor 2, es klingt wie ein R-Faktor 2, es fährt sich wie ein R-Faktor 2. Warum jetzt die KI nicht R-Faktor 2 ist? Ich meine, R-Faktor 2 hatte mal eine der besten KIs, die ich kenne. Und die hat sich leider sehr zum Negativen hin verändert, was ich total schade finde. Weil das haben die sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also das Matrix-Display hier unten kann ich sehr empfehlen, muss ich sagen. Du siehst einfach aufgrund der Nervigkeit immer, was gerade für eine Flaggenphase ist. Komm, wir switchen mal raus. Wir stellen mal die Grafik auf Ultra. Max Jones, mach es gut. Danke fürs Reinschauen. Nemesis sagt, in den Readme-Dateien von LMU steht teilweise sogar noch. Ja, man sieht das. Also, wer jetzt irgendwie erzählen will, ja, alles ganz anders als in R-Faktor. Das Menü ist anders als in R-Faktor. Es ist einfach. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum bringen die das nicht als DLC raus? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Also, wäre ich jetzt vorher RF2 gefahren, würde ich keinen Unterschied im Fahrverhalten merken. Ich finde das gut. Das Menü läuft wesentlich besser. Jetzt könnte man natürlich wieder, naja, ist ja, ja, nee, ruckelt, hat so ein Leck drin. Das ist mir aber relativ wurscht. Wir machen hier mal Ultra. Und gucken mal, wie das läuft. Was ich schon mal sehr schön finde, ist, du musst, wenn du das hier umstellst, nicht jedes Mal irgendwie das Spiel neu starten oder so. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich verstehe das nicht so richtig. Zum Schluss ist es mir aber auch ehrlich gesagt wurscht, ob das ein DLC ist oder ob sie da einfach sozusagen ein Spin-off machen. Weil wofür du zum Schluss die 30 Schleifen aushebst, ist ja total Wurst. Und ja, ich erkenne da jetzt keinen Nachteil draus. Was haben wir hier noch? Was ist denn Autodromo di Arare? Portugal, okay. Dann haben wir hier Spa, dann haben wir Monza, dann haben wir Bahrain, kenne ich zum Beispiel gar nicht. Wir haben Fuji. Fuji, wie spricht man das aus? Komm, wir fahren mal Spa. Und dann machen wir mal, was der Michael gerade gesagt hat. Wir machen mal Private. Wir machen mal Private Training. Damit uns die Gegner nicht auf den Sack gehen. Wobei doch, mich interessiert die Performance. Wir machen mal nochmal Le Mans. Die mussten ein neues Game machen, weil es ein offizielles Spiel der WEC ist. Ah ja, okay, cool. Danke für die Info. Wie gesagt, ich finde das auch gar nicht schlimm. Also da muss man sich jetzt nicht... ich habe am Anfang gedacht, warum machen sie keine Mod? Ich verstehe es nicht. Jetzt macht es natürlich Sinn. Wenn man sowieso viel R-Faktor 2 spielt und das geil findet, dann fühlt man sich hier sofort total wohl. Es ist jetzt halt wirklich nur die Frage... Kaufe ich mir das oder kaufe ich mir das nicht? Entschuldigung, ich muss gerade Kommentare lösen. Selbstwelch, moin, mein Lieber. Afrika Tom sagt, Schadenmodell wäre noch zu checken. Machen wir auch noch, ja. Ich muss nur erst mal gucken, wie es überhaupt sich fährt. Donny sagt, nee, R-Faktor ist nicht Le Mans, sondern R-Faktor ist schon immer noch R-Faktor. Aber wie sagt hier gerade der André, Le Mans Ultimate ist ein offizielles Spiel der WEC. Und kann ich schon verstehen. Und findet jetzt nicht, warum nicht? Ich finde es auch eben gut, dass es nur 30 Euro kostet.
Und was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ist, warum ist die KI, also jetzt frage ich mich zwei Sachen. Warum ist die KI nicht so geil, wie sie mal in R-Faktor 2 war? Und die zweite Frage ist, ist vielleicht einfach die R-Faktor 2 KI mittlerweile auch scheiße? Aber ich habe damals, wenn ich daran denke, ihr könnt ja mal gucken, mein Video Clio Cup. Clio Cup, wo sind wir denn da gefahren? Weiß ich gar nicht mehr. Mann, die KI war so geil in R-Faktor 2. Und da verstehe ich nicht. Donny sagt, Force Feedback war halt ein bisschen anders bei R-Faktor. Also ich finde, ich erkenne jetzt ehrlich gesagt keine großen Unterschiede. Wobei ich aber auf der anderen Seite auch sagen muss, ey, ganz ehrlich, AMS 2, ACC, Assetto Corsa nehme ich mal so ein bisschen raus. Wenn du eine geile Mod hast, die die Content Manager bzw. Custom Shader Patch Enhanced Physics benutzt, kann das auch sehr gut sein, aber Assetto Corsa von Hause aus kommt halt weder an den AMS 2 ran, noch an R-Faktor 2. Also sogar Raceroom ist da besser von der Fahrphysik. Und zum Schluss, wenn du drei Runden gefahren bist, merkst du sowieso nicht mehr, ob das Force Feedback besser oder schlechter ist oder ob das mehr macht oder weniger macht. Dann kommt das zum Beispiel bei AMS 2 kommt das drauf an, hast du Custom Force Feedback, nutze Standard Plus, dann kommt es drauf an, was willst du, willst du realistisch, willst du informativ, und ich kann immer nur sagen, ich finde das gut, ich merke, was das Auto macht, ich merke, was die Räder machen, ich merke, was die Bremsen machen und mehr brauche ich nicht. Also ob das da jetzt zum Schluss irgendwie einen Hubbel darstellt, den AMS 2 nicht darstellt oder ob das irgendwas nicht darstellt, was ist mir total Wurst. Ich muss mich da ransetzen und muss mich wohlfühlen. Vor allem muss ich das Auto beherrschen können. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Rob Zombie, guten Abend allerseits. Ich hatte LMU und hab's zurückgegeben. Aha. Das ist das erste Mal, dass er ein Spiel zurückgegeben hat. Donny sagt, ist nicht besser und nicht schlechter, ist nur anders. Es ist einfach für mich, ey, ganz ehrlich, es ist einfach neues Menü, neues HUD, andere Strecken und Fahrzeuge. Ey, warum nicht? Du kriegst für 30 Euro, kriegst du, wie viele Strecken waren das? 5, 6? Du kriegst erstmal 3 neue Klassen mit neuen Fahrzeugen, warum nicht? Ich wüsste jetzt ja nicht. Und die alles, was jetzt, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, das ist ja jetzt auch nicht fertig, das ist ja Early Access. Also wer sich da jetzt hinstellt und sagt, ja, mein Gegner, ich versteht nicht, aber das ist Early Access. Also bis das Final ist, fahren die Gegner auch vernünftig. Und wenn nicht, dann haben sie halt ein bisschen Kacke gebaut. Wie gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, warum sie nicht einfach die geile KI nehmen, die es sowieso schon gab. Aber so. Okay, ich habe jetzt alles auf Ultra. Performance ist genau gleich. Warum höre ich keinen Motor? Warum höre ich keinen Idle? Genau, und wie gesagt, also okay, ich höre keinen Idle-Sound bei dem Detail. Was ich mag, sind so diese Glanzlichter. Die mochte ich auch schon in R-Faktor 2 immer. Das machen die sehr gut. So, also ich fahre jetzt auch mit 60 FPS, ne? Also es gibt keinen Unterschied in der Performance zwischen Ultra und Nicht-Ultra, aber es sieht deutlich besser aus. Kein Scherz, der Lack der Autos glänzt mehr. Das sieht wirklich besser aus. Sound ist wirklich gut. Mir fällt diese Knister, Klapper, Steinchen, du hörst genau, wann das rechte Vorderrad auf dem Körper ist, wann das rechte Hinterrad auf dem Körper ist. Du hörst, wie der Körper unter dir durchwandert. Jetzt sieht der Rückspiegel auch besser aus. Also die Qualität des Rückspiegels ist jetzt besser.
Ja, also auf Ultra gefällt mir die Grafik echt nochmal sehr viel besser. Der Unterschied zwischen High und Ultra ist krass, hätte ich nicht gedacht. GTE ist halt auch eine geile Klasse. Hätte ich ja früher nie gedacht. Und ich bin echt ein großer GTE-Fan. Ich finde das schon gut. Ich finde das, also... Es haut mich jetzt nicht vom Hocker, ne? Ich denke jetzt nicht, oh, Alter, das machen die so viel besser als alle anderen. Was geil. Interessant wird denn später, wird es Mods geben? Wird es gute Mods geben? Also ich würde zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel, ich würde ACC auch viel mehr fahren, wenn es die Inhalte oder die Modfähigkeit, wenn es die Inhalte von Race Room zum Beispiel hätte. Oder von, oder die Modfähigkeit von ACE, also von Assetto Corsa. Ich fahr halt nur nicht, weil mich interessiert das alles nicht. Bisschen leise ist es. Könnte leiser sein für meinen Geschmack. Also ich habe alle die volle Lautstärke und komme hier nicht mal auf minus 5 dB. Ah, doch knapp. Die Windgeräusche sind super. Körper ist geil. Oh, geil. Auch wie du gehört hast, dass ich die Kante vom Körper mitgenommen habe. Ne, wenn du so sanft drauf fährst. Geil. Sehr geil. Fahrphysik, Sound, Force Feedback, Grafik ist geil. Gefällt mir gut. Bisschen bunt ist es. Und für 2024 muss ich sagen, finde ich die Streckengrafik, die Streckenobjekte, was so SSAO und so eine Geschichten angeht, ne, da fehlen mir so ein paar Sachen. Also die Streckenobjekte. Also die Streckenrandobjekte, die sehen schon fast ein bisschen altbacken aus. Fahrzeuge super geil. Aber wenn ich mir angucke, wie ich hier teilweise noch die Polygone sehe bei den Curbs. Mir fehlt halt so ein bisschen der 2024 Grafikkick. Die Windgeräusche finde ich mega geil. Sehr gut in der Bremse dosierbar. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass man das Gewicht des Autos merkt, wobei wir allerdings auch mit Servolenkung fahren. Also 60 Frames. 60 FPS auf Ultra 4K. Habe ich anderes erwartet, nach dem, was ich ab und zu so gelesen habe. Was ich schon wieder sehr mag, ist, dass alles einen dynamischen Schatten wirft.
Also wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen SSAO, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, die realistische Abstrahlung von Licht und Schatten von Oberflächen. Was ich super finde, ist, sind die Kontaktschatten der Fahrzeuge. Also die haben einen schönen dunklen Schatten unten drunter. Du guckst, die schweben nicht. Du kannst nicht irgendwie unten drunter durchgucken. Aber wir haben hier links an einer Leitplanke wandert trotzdem die Grafik 100 Meter vorm Auto, 50 Meter vorm Auto. Sieht man halt, da ist bis kurz vor das Auto ist mehr los, schattenmäßig. Und nach 50 Metern hört es dann auf. Und sowas finde ich 2024. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite denke ich, Alter, das ist halt auch einfach eine 30€ R-Faktor 2 Mod. Da darf ich jetzt natürlich keinen massiven Schub erwarten. Für 30€ ist das total geil. Also, du kriegst genau das, was du erwartest. Du kriegst ein sehr. Und das sieht einfach von der Physik her saurealistisch aus. Die Texturen hier fallen mir zum Beispiel sehr gut, muss ich sagen. Kann man hier mit der Kamera drumherum fliegen? TC Power Cut aus, Traktionskontrolle. Okay, was haben wir hier noch? Ah, dit geht, okay. Okay. Kann ich die Kamera auch drehen? Ah, ich kann das Auto wechseln, okay. Kann ich die Kamera vielleicht mit der Maus drehen? Auch nicht. Die Spiegelung oben im Lack, das sieht schon geil aus. Die Spiegelung in den Spiegeln, das sieht sehr gut aus. Auch hier hinten, wie gesagt, dieses Glanzlicht, was hier hinten gerade da so auf dem Arsch rumwandert. Die Schatten auf dem Auto, das sieht schon sehr geil aus. Die Schatten unterm Auto sehen sehr geil aus. Gucken wir uns ein bisschen hier genauer die Grafik an. Die Leitplanken zum Beispiel. Also was mir hier so ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel, ne, dass du jetzt hier unten... dass die Schatten unten am Schild, du hast halt, du siehst, da hört das Schild auf und dann fängt da einfach der gleichmäßig gefärbte Schatten an. Da fehlen mir jetzt so ein bisschen dunklere Stellen, also SSAO, diese realistische Abstrahlung von Licht und Schatten eben. Oh, der Sound ist gut, Alter. Texturen sind super, knackescharf. Straßentexturen, Kiesbetttexturen, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, hier drüben so die Streckenobjekte, da fehlt mir... Das sieht mir zu sehr nach Computerspiel von vor... Ich weiß nicht, von wann ist ein R-Faktor 2? Also wir haben heutzutage einfach Grafikmöglichkeiten... Wir haben heutzutage einfach Grafikmöglichkeiten, die hätte ich mir gewünscht, dass man die ausnutzt. Ne? Also gerade hier die Schatten, dass das alles gleichmäßig beleuchtet ist, ist halt echt ein bisschen schade. Das kann man besser machen. Auf der anderen Seite siehst du das, wenn du hier 300 fährst die ganze Zeit, siehst du das eh nicht. Sound ist super geil. Okay, ihr habt diese Ansichten, ihr habt Cockpit-Ansicht, Motorhaube. Oh, Alter, der Sound, krass.
Hier merkst du auch genau, dass es so ganz kleine Hubbel sind. Ich fahr mal hier. Oh ja, krass, die Wurst. Die Wurst hat richtig Rinn geschlagen und damit meine ich nicht mehr Mittagessen. That time was a 716.0. Der Typ ist auf jeden Fall Brite. Das klang zum Beispiel, jetzt hat mich überrascht, klang sehr gut. Auch direkt von Hause aus, ohne was einzustellen, super Lautstärke. Super Soundeffekt. Du hast nicht ein. Was sind wir letztens gefahren? Dakar. Du hast nicht irgendwie so eine Hochglanz-Studioaufnahme von einem Typen, der in seinem Leben noch nie Autorennen eingesprochen hat. Der dann sagt: Sie sind eine 7 Minuten 16.066 gefahren. Sondern klang authentisch. Fand ich gut. Ne, sehr gut. Sehr gut. Ich wüsste nicht, ich hab jetzt. Bis auf die Grafik, die Streckengrafik, habe ich jetzt nichts auszusetzen. Doch, KI. KI in Streckengrafik, ansonsten top. Was? R-Faktor 2 ist von 2013, krasser Scheiß. Hat der ja kein ABS? Hat GTE kein ABS? Also Reifenquietschgeräusch, super krass, ne? Warum höre ich den Motor nicht im Idle? Hier höre ich ihn. Flo sagt Numblock. Was möchtest du mir sagen mit Numblock? Punkt, 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 Punkt. Okay. Okay, Reifen durchdrehen ist nicht. GTE, kein ABS. Okay, krasser Scheiß. Oh, jetzt merke ich krass den Bremsplatten. Oh, krass. Das finde ich geil. Oh, ich merke richtig den Bremsplatten. Und der wird krass. Man sieht's nicht. Ist ganz fein, aber doll. Ach, also hier über die Curbs räubern, das macht schon... Das macht... Oh, geil. Schön. Ist halt R-Faktor. Ist zum Verzeugen sagen. R-Faktor Physik ist halt geil. Die haben eine geile Reifenphysik, die haben einen geilen Sound. Die haben geile Force Feedback. Also da kannst du einfach nichts sagen. Taylor Drum sagt, im Idle läuft ein E-Motor. Ah, krass. Okay, die Scheibe fängt hier jetzt langsam ans voll zu keimen. Finde ich auch sehr geil. Und der Scheibenwischer schmiert. Okay, cool. Geil. Das finde ich schon mal sehr gut. Schön. Schönes Detail. Okay, jetzt, wenn die Sonne so ein bisschen kommt. Alter, dieser Bremsplatten macht mir fertig. Wenn die Sonne so ein bisschen kommt. Wird's schöner. Entschuldigung. Hey! Entschuldigung, ich wollte mal Traktionskontrolle voll rinkloppen und TC Power Cut voll rinkloppen. Taylor Drum sagt, das war ein Scherz. Oh, ja, ich hab keine Ahnung. Thank you.
diese Reifen auf Straße fühlen, machen die so gut, ey. Das können die Jungs einfach. Und wahrscheinlich auch Mädels. Geil. Ich wollte in die Box fahren. Entschuldigung, Afrika Tom. That time was 5:33.59. Geil, die Stimme finde ich auch gut. Mann, Löbi, Linie, Alter. Komm, wir checken mal die nächste Karre. Wir checken mal die Corvette. Oder von mir aus den Aston. Ist mir egal. Taylor Drum sagt, hast du bestimmte Voreinstellungen für Fenner Lab? Ich habe einfach die Originaleinstellung genommen für R-Factor 2. Weil ich dachte, ist das Gleiche. Nehmen wir einfach mal. Und fühlt sich gut an, muss ich sagen. Also ich habe einfach die Standardeinstellung von RF2 geladen. Ja, fein. Fein. Wirklich. Ist gut. Komm, wir fahren mal Spar. Und wir fahren auf Spar. Fahren wir mal Corvette. Komm, wir fahren Corvette. Achso, und ich hätte bitte gerne nicht Default, sondern ich möchte bitte nachmittags starten. Und zwar starten mal um 5. Und ich hätte bitte gerne nicht Leitkreuz, ich hätte bitte gerne Clear und dann hätte ich gerne mal so Partially Cloudy. Guten Tag, mein Name ist Claudi. Partially Claudi. Und dann hätte ich gerne hier mal Drizzle. Einfach mal umzugucken, was das so. Ne? Res vegan. Selbst wenn ich sage, schau mal off-track, ob es mit SnowRunner mithalten kann. Ja, also erstmal, gut. Für 30 Euro top, finde ich. Du weißt ja auch, was du kriegst. Du erwartest jetzt für 30 Euro, erwartest du ja jetzt nicht iRacing-Inhalt und Plattform. Oder Raceroom-Inhalt. Und Raceroom kostet auch richtig Geld mit allen Inhalten. Und da kostet auch jeder Inhalt neues Geld. Also ich finde, für 30 Euro ist das super. Man muss nur wissen, du kriegst keine 2024-Grafik. Aber insgesamt sehr gut. Aber ich muss wirklich sagen, Fahrphysik Force Feedback Kombi macht mich gleich wieder total an. Und es ist nicht einmal abgestürzt, wenn ich dann R-Factor 2 denke, was ich da am Anfang verzweifelt habe, als ich es mal wieder ausgegraben habe. Ich glaube, Anfang letzten Jahres, weiß ich gar nicht mehr. Das ist da abgestürzt, da ist es hängen geblieben, da ist er abgekackt, hier war irgendwas nicht in Ordnung und das ist fertig, das ist von 2013. Hier haben wir Early Access und bis auf die KI ist es okay. Ich habe jetzt gerade gelesen bei irgendwem, so von 32:9 Monitor, der Tacho verzerrt. Ja, das sind halt so Sachen, die kommen halt noch. Taylor Drum sagt, soll noch die 2024er Saison nachgereicht werden bis Ende des Jahres. Ja, 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 ja. Was? Hat er gesagt. So, wer neu eingeschaltet hat, kann jetzt bitte den Daumen unter dem Video drücken. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir haben nach einer Stunde schon die 100 geknackt. Das finde ich sehr, sehr gut.
Das heißt, wir müssten ja jetzt um ungefähr, was ist jetzt, eine Stunde 20? Also na, 19:30 möchte ich spätestens die 150 auf der Uhr sehen, Freunde. FS sagt, grafikmäßig ist das schon meckern auf hohem Niveau. Nö, ist nicht. Also wenn ich mir AMS2 angucke, ACC, Assetto Corsa, was aus dem gleichen Jahr ist, oder? Ist das nicht auch von 2013? Bin ich mir nicht sicher. Wo zwei Leute privat, unabhängig voneinander, bedeutend Besseres hingekriegt haben, erwarte ich 2024 einfach mehr. Also selbst der Euro-Truck-Simulator sieht an Stellen besser aus als hier die Streckenobjekte am Streckenrand. Ich meine, guck dir schon alleine diese Figur an. Das ist halt, das sieht halt aus wie R-Faktor 2, als ich angefangen habe mit YouTube. Mir fehlt Druck. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich auf Kopfhörer gestellt habe. Kann er den Sound mal umstellen? Mir fehlt auf jeden Fall Bass. Bass. Wir brauchen Bass. Turn it down. Bass. Okay, auf Auto ist besser. Nicht auf Kopfhörer stellen. Stell's auf Auto. Da ist mehr los. Oh ja, viel besser. Okay, viel besser. Was ich auch geil finde, komplett andere, also du merkst sofort, dass du in einem anderen Auto sitzt. Super geil, finde ich richtig gut. Die liegt komplett anders. Liegt anders, fährt sich anders, Force Feedback hat eine ganz andere Rückmeldung. Ist geil. Fick gut. Ach, diese Glanzlichter, die da unten gerade. Toll. Ich muss sagen, ja, so Multiclass-Rennen mit so Mindesthaltbarkeitsdatum, ne, wie heißt es? MHD, LMDH. Da kriegst du ja Depressionen, Alter. Also, weil du willst die, also, weil die hole ich natürlich nicht ein. Corvette gefällt mir sehr gut. Auch gerade, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Bei dem Auto vor uns. Ah.
Dass sie keine ABS haben, ist schon auch ein bisschen geil, Alter. Wie anders sich die Corvette fährt. Die fällt mir ja fast besser. Oh, 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 oh. Geil. Der. Finde ich gut. Was ist hier passiert? Abo von Hans Wurst. Vielen Dank. Auch super geil ist das Verhalten, wenn du dann so mit dem Arsch hinten ins Kiesbett drin fährst. Sehr, sehr nah. Ja, ich hab's ja erahnt. Haben ja vorher haufenweise Leute mich schon angeschrieben. So, na Löbi, freust du dich schon doof, dass du in der Luft zerreißen kannst? Ich sag, warum? Hab nicht vor. Also erstens habe ich das nicht vor. Warum sollte ich? Ich weiß ja noch gar nicht, wie es ist. Und zweitens, ja, aber hast du gesagt, willst du nicht ausprobieren? Ja, geht halt darum, dass es einfach nichts macht, was neu für mich ist. Oder was ich unbedingt jetzt haben muss und ich deswegen einfach nicht 30 Euro ausgeben will. Ich sag aber vor allem, eigentlich gehe ich davon aus, dass es mir sehr gut gefällt. Und wenn es die Kinderkrankheiten von R-Faktor 2 ausmerzt, nämlich laufend abstürzen wegen irgendeinem Pups, und jedes Mal 3 Stunden laden, dann wüsste ich nicht, was ich da Negative dran haben sollte. Und genauso ist es tatsächlich auch. Also ich hab hier, wie gesagt, bis auf eine... Oh, kriegst du ihn aber auch eingefangen, ja? Wenn du schon mal in deinem... Wenn du in deinem Leben schon mal Auto gefahren bist... Oh, die Lichter sehen auch sehr gut aus im Rückspiegel. Ich hab den Satzanfang vergessen, ist ja egal. Ja, auch hier, du hast wirklich sehr, sehr, sehr intensiv das Gefühl, dass du mit deinen Rädern im Kiesbett stehst. Kiesbett. Mach Schnittchen. Sehr verehrten Reifen, wenn Sie sich bitte mal aufwärmen würden. Ja, Herr Löbli, ich musste mal auf die Straße fahren, schnell. Ach so. Ach, die Sonneneffekte sind geil. Also wenn die hier jetzt noch ein vernünftiges SSAO hätten, dann wär's geil. Haben sie aber nicht, da sieht's halt dementsprechend auch nicht so geil aus. Da bin ich sehr anspruchsvoll an dieser Stelle. Also da habe ich lieber mal eine nicht so geile Textur, aber was ich brauche, ist immer eine realistische, vernünftige Beleuchtung. Eine vernünftige Beleuchtung ist mir sehr viel wichtiger als ein super detailliertes Fahrzeugmodell. Und für eine realistische Beleuchtung fehlt hier einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist echt schade. 9255.84.
Löbi, jetzt lenke mal. Ah, Gott. Der Grenzbereich ist halt auch so groß wie der... Nee, mit dem Witz mache ich jetzt noch nicht. Ist 1920. Ja, da kannst du 10-mal sagen, bei Multiclass musst du ausweichen, wenn ich direkt vor dem fahre und der weiß, Achtung, ich fahre auf die Schikane zu, dann kann der mir nicht einfach volle Lotte hinten rinknallen. Wie gesagt, das verstehe ich nicht. R-Faktor 2 hat eine wirklich gute KI. Dass die sich hier so prassle anstellen... So, sieht sehr gut aus, wie dunkler wird. Und wie sich so die Sichtverhältnisse verändern. Scheinwerfer mag ich. Bin sehr gespannt, ob die Fahrzeuge vor mir dynamische Schatten werfen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber eine vernünftige Beleuchtung ist mir sehr wichtig. Bremslichter der Fahrzeuge vor mir sehen sehr gut aus. Moin, Flensburg! Mein Gott! Ach, der Löbi. So, mein Display hier unten, mein Matrix-Display blinkt noch, Gelbphase. Im Auto wird mir keine Gelbphase, jetzt ist vorbei. Im Auto wurde keine Gelbphase angezeigt, ist interessant. Ah, die Beleuchtung da hinten, das machen sie wieder sehr geil, ne? Also da hinten diese Displays, das sieht schon geil aus. Oder auch hier unten so diese Lichtstrahlen im Rückspiegel, super geil. Och, Alter. Komm, wir checken mal den Aston. Und guck mal, was hier so geschrieben wird. Bartigol sagt, guten Moin. Ich sage guten Moin, Bartigol. Kevin sagt, ich bin großer Fan von Project Cars 1 und 2. Aha, Bossi. Sagt, bei uns sagt man wie ein Bauer. Ich weiß leider nicht, worum es hier. Biervernichter ist da und sagt, mit der KI wird sich bestimmt noch ändern. Die müssen einfach früher ausweichen und nicht im letzten Moment erst versuchen zu überholen. Ja, ist halt, wie gesagt, wenn man die R-Faktor 2 KI kennt, wundert mich, dass hier alles ist wie in R-Faktor 2. Also jetzt natürlich außer das HUD und das Menü. Also es ist im Endeffekt eigentlich R-Faktor 2 mit neuen Inhalten oder anderen Inhalten. Warum übernehmen sie denn, also dann müssen sie doch auch die KI übernehmen können. Das ist wirklich einfach so eine Sache, die ich mir nicht erklären kann. Also wer da jetzt noch keinen Bock drauf hat, wartet halt einfach noch ein bisschen. Ich gehe natürlich, wer hat sich geschrieben? Biervernichter. Ich gehe natürlich auch davon aus, dass sich die KI da noch ändern wird. So, jetzt checken wir mal hier noch den. Aston Martin. Und fangen mal hier direkt in the middle of the night an. Wir machen mal 20 Uhr. Ja, wir machen mal 9. So, dann haben wir hier clear partially cloudy. Wir machen mal partially cloudy. Wir machen mal overcast. Und dann lassen wir es mal ein bisschen regnen. Ich kann nur nochmal sagen, 30 Euro, Alter. Geil. Weißt du, wenn du überlegst, dass du teilweise für eine Fahrzeugklasse als DLC für R-Faktor
weiß ich nicht mehr, was das gekostet hat. Haben die 20 Euro gekostet? Haben die 10 Euro gekostet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Biefernichter fragt, ob die R-Faktor KI im Multiclass auch so gut ist. Also ich erinnere mich an Zeiten, da war die R-Faktor 2 KI das Beste, was auf dem Markt gab. Ich weiß nur, dass die irgendwann mal nachgelassen hat. Underground Prince sagt, probier mal bitte auch die anderen Klassen aus. Ja, ja, aber jetzt machen wir erstmal die Autos hier. Andreas sagt, wenn du mal langsam fährst, könnten wir auch mal die Qualität der Pommesbudenauflösung am Streckenrand beurteilen. Bin ich vorhin. Bin ich. So, ihr könnt mal noch den Daumen unter dem Video drücken. Der David, Servus, Einstellung von KI. Einstellung. Servus, Einstellung von KI einstellen und nochmal überprüfen. Ja, und jetzt ehrlich, also ich kann mich jetzt nicht über die Ladezeiten beschweren. Mein Lüfter hat hier aufgehört. Ich finde die Ladezeiten jetzt, die sind jetzt nicht, yeah! Aber, also die sind halt nicht ACC, aber ganz ehrlich, das ist auch so mit das Einzige, was so schnell lädt. Ich finde das schon völlig okay. Das erste Mal. Hier, warum wirft der Kind Schatten, Alter? Da oben ist eine Lampe. Warum wirft das Auto Kind Schatten? Der Lack sieht geil aus, ja. Aber warum wirft das Auto noch. Warum wirft das Kind Schatten? Warum wirft der Typ Kind Schatten? Ich leuchte den an. Warum wirft der Kind Schatten? Ey, ist 2024, Freunde. Ah, es gibt aus, Auto und an. Ich verstehe. Ich spiel zu viel Truck Simulator, Alter. Ich gucke jetzt schon da oben in die Ecke, um in den Rückspiegel zu gucken. Ja, Micha, ist interessant. Ich habe in der Box auch FPS-Drops und ansonsten immer 60. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele FPS der hat. Weil ich habe die ja auf 60 gecapped. Also V-Sync 60. Ist das jetzt hier etwa schon Light Drizzle? Ja, das sieht aus, als würde das hier schon Light drizzeln. Ja, unten im Rückspiegel, also im Display unten, die Lichter, das sieht schon sehr geil aus. Geil. Okay. Löse ich dich, Forbi. Vorsichtig, Löbi. So, ich habe die Scheibenwischer mal ausgemacht. Mal gucken, was passiert. Also nachts können sie auch. Machen sie gut. Gefällt mir ja nachts, ehrlich gesagt, fast besser als tagsüber, weil du die hässlichen Streckenobjekte nicht so siehst, die so kacke beleuchtet sind. Dafür kommst du halt in den Genuss der geilen Lichteffekte, Scheinwerfer, Bremslichter, diese Orlando Bloom, oder wie der heißt. Okay, kurz gedankliche Notiz. Finger vom Lenkrad. Okay, wir haben, wenn ich das jetzt richtig sehe, keine Tröpfchen auf der Scheibe. Der Regen sieht super geil aus.
schön, ey. Der Lack jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch aus, wenn man den so anleuchtet. Das sieht aus, als wäre der matt. Also mein Auto, meine Scheinwerfer spiegeln sich halt null. Original, genau das, was du dir bei den ganzen Crash-Videos von Spa, alle so angucken kannst. Ne? Das sieht wirklich genau so aus, wie es aussieht. Also du hast da diese Lastverlagerung und dann fliegst du halt einfach auf die Fresse, wa? Einfach. Fliegst du halt einfach, weil einfach ist. Mich interessiert mal die nächste Klasse. Prototype Racing Car Production, Hypercar, ja, total spannend. Wir gucken mal hier. Ach so, hebst aber auch denn nur einen? Okay. So, dann machen wir hier mal Practice Private. Private Practice machen wir mal an. Wetter. Nee, nicht partially cloudy. Clear. Nee, auch nicht. Clear. Mach da einfach mal clear, Alter. Ah, oh, wenn das Menü jetzt noch ein bisschen schneller reagiert, ist das auch noch schön. Du mit dem Überholen, Bartigo, ich hab keine Ahnung, wie das geht. Helmut, erstmal hallo und der fragt, was für ein FFB-Setting nutzt du? Ingame Standard und in Fanalab die R-Faktor 2 Einstellungen, die empfohlenen von Fanatec. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann erstmal den Daumen unter dem Video drücken.
Zicki, zacki, zicki, zacki. Hey, hey, hey. Micha schreibt, aber mal ganz ehrlich, jede Sim hat ihre Höhen und Tiefen, deswegen wird es auch nie die Sim geben. Ja, ja, klar. Das ist doch klar. Also, ich kann wirklich, wer R-Faktor 2 geil findet, findet Le Mans Ultimate auch geil. Wer R-Faktor 2 scheiße findet, aus welchen Gründen auch immer, wird wahrscheinlich auch seine Probleme mit Le Mans Ultimate haben. Wer viele Inhalte will, sollte die Finger von Le Mans Ultimate lassen, aber auch von ACC. Wer super kurze Ladezeiten will, sollte die Finger von Le Mans Ultimate lassen. Aber wer zum Beispiel dieses Thema hier geil findet, Le Mans, Hypercar, LMHD, LMDH, GTE, Multiclass, der ist, glaube ich, sehr, sehr gut bedient. Und ich, offizielle WEC-Lizenz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also, wie gesagt, ich hab keinen Absturz bisher gehabt. Ich fahre 4K, alles auf Ultra, mit Fahrzeugen, Vorderlatichte, mit Licht, allem Pipapo, nachts 60 Frames pro Sekunde. Ich bin zufrieden. Links raus, rechts raus, rechts raus. Ich hab keine Ahnung. Da Vinci fragt, wie ist es im Vergleich mit AMS 2 Le Mans Content? AMS 2 hat bessere Grafik. Ja, ist. Das war's. Ansonsten. Es ist okay. Du siehst es ja. Also, AMS 2 sieht für mich besser aus. Ob das jetzt fahrphysiktechnisch besser oder schlechter ist, Force-Feedback-mäßig besser oder schlechter, kann ich nicht beurteilen. Ich bin keins dieser Fahrzeuge jemals gefahren. Force-Feedback ist wirklich geil. Passiert fast ein bisschen wenig, wenn ich sehe, was auf dem Bildschirm passiert. Also da wird mir ja hier, ich sitze 50 cm weg. Oh. Ja, die Kiste klebt halt richtig brutal, ne? Uiuiuiui. Für das, was auf dem Bildschirm passiert, habe ich fast ein bisschen wenig Rückmeldung. Hier gerade so im Mittelpunkt. Wenn du längst merkst es, so im Mittelpunkt rum hört das oft. Im Mittelpunkt ist fast nichts im Lenkrad zu merken. Also hier würde ich mir echt fast ein bisschen Kopfwackeln wünschen, weil das wackelt so doll und wenn du so dicht wie ich vor dem Monitor sitzt. Ist das schon sehr unangenehm. Muss ich erstmal, ich weiß nicht, weil ich letztes Mal Sebring gefahren bin. Muss man erstmal ums Welken denken.
gewackelt, ist richtig eklig. Da dürfte gerne der Kopf ein bisschen mitmachen. Also das ein bisschen ausgleichen einfach. Kann man wahrscheinlich in Optionen einstellen. Micha hat gerade irgendwas geschrieben mit, als würdet 50 Kilo wiegen. Alter, genauso fühlt sich's aber auch an. Also, es fährt sich, als würdet einfach nichts wiegen. Guck mal hier kurz in die Kameraeinstellung. Gameplay. Ne? Grafik? Oh ne, wa? Wirklich? Ah, 60, okay. Glück. Glück gehabt. Ich muss noch einen Kuchen backen. Spiegel, Lenkrad, vertikales Sichtfeld, Horizont stabilisieren. Ah. Ich mach mal Medium. Danke. 8.04. Ah, besser. Besser. Sebring, war es eine schöne Strecke. Muss ich halt jedes Mal irgendwie neu dran gewöhnen. Ah, die ist toll. Was ist das eigentlich, Sebring? Ist das irgendwie ein Flugplatz, ein Alter? Oh. Oder ist das eine, tatsächlich eine Rennstrecke? Wisst das irgendjemand? Ja, ist jetzt nicht meine Fahrzeugklasse, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, ich habe mir noch nicht einen Replay angeguckt, wa? Das sieht schon geil aus hier. Guck mal, wenn du selbst hier auf dem Screenshot im Hintergrund siehst,
dass der SSAO fehlt. Das ist doch scheiße. 2024. Quatsch, nicht Optionen. Nicht, nicht Optionen. Wir machen Race-Weekend. Ja, Sebring laufen wir. Sebring ist tatsächlich ein ehemaliger Militärflugplatz. Siehst du, geil? Ja, sieht man. Siehst du an den... Es ist witzig, dass man das so sieht. Spricht sehr für die Texturen, muss ich ganz... Oh. Okay, hier haben wir... Boah, natürlich gleich mal zuerst hier Porsche oder nicht, oder was? Komm hier und einfach knickknack. Los geht da, der Peter. Löbi und der Chat, wieso, was hat gemacht? Hat was vergessen, was verpasst? Jörg sagt, Kuchen backen muss er auch noch. Ja, ja, ich muss einen Kuchen backen. Weil wir sind jetzt bei 69,60. Sind bei 7000 Abonnenten. Aber meine Idee ist natürlich, mir einen Kuchen zu backen, auf dem 69,69 steht. Das heißt, bei neun Abonnenten muss ein Kuchen fertig sein. Auf dem 69,69 steht. Weil 69 einfach... Wann hat man schon mal 69, also das nächste Mal kommt es bei 69.000, bei 696.000, ich kann das nicht, Entschuldigung, mein Gehirn kann das nicht, ich bin einfach zu dumm dafür. Also bei 69, das sind 6 Zahlen, 69. Heißt bei 696.969. Philipp sagt, achte jetzt auf den E-Motor-Start und dann schaltet der V8 zu. Habt ihr denn alle schon den Daumen unter dem Video gedrückt, Freunde? So, für alle, die neu zugeschaltet haben, ich find's gut. Für 30 Euro nicht großartig auszusetzen, außer dass es halt immer noch R-Faktor 2 Grafik ist. Die hat sehr viel Positives, aber mir fehlt halt einfach... Sound ist zum Beispiel, ja? Für alle, die jetzt gerade einschalten... Ist halt sehr schade, dass die Dinger keinen Sound haben. Also ich weiß nicht, wie man Elektroautos scheiße finden kann. Ich finde, das ist doch geil. Das ist jetzt nicht besser als Benziner, aber ist doch trotzdem geil. Entschuldige bitte. Das ist schon aber auch noch ein bisschen geiler als Elektro. Micha, na Abend. Hey, was geht denn mit den Porsche? Oh, das klang sehr synthetisch. Okay, ja, der Herr Koch sagt bei 69.696,9. krass, wie einfach wirklich wie einfach was ganz anderes wieder ist. Das machen die sehr gut. Man kann sehr deutlich... Du spürst schon in den Klassen die Unterschiede der einzelnen Autos. Aber gerade der LMP2 war ja einfach... Das ist ja... Der LMP2 stand halt einfach... Du hast die Bremse... Du hast gedacht, jetzt muss ich bremsen. Und dann stand der schon.
Du hast das Bremspedal nicht mal berührt. Du musstest nur Neurolink-mäßig, du musstest nur denken, wird jetzt irgendwie, da kommt eine Kurve und da hat er schon. Und der hier fährt sich ja schon fast wieder GTE-mäßig. GTE nur mit noch mehr Abtrieb. Was ja in vielen Staaten in den USA. Nee, den Witz mag ich nicht. Das Lenkrad sitzt merkwürdig weit oben. Ja, das ist schon krass hier, ne? Also wäre ich jetzt der Fahrer, würde ich das auch ein bisschen merkwürdig finden. Hier, das klingt nicht gut. Hier klingt er gut, aber... Das klingt nicht gut. Verzahnte Triebe hört man sehr, sehr gut. Wie der über die vordere. Krass, wie der schiebt. Auch die Oszillation vom Sound, dass der so finde ich auch super gut. Kann ich mir helfen? Ich will nicht helfen sein. Ich will nicht helfen, ich will raus. Micha fragt, ob es dafür keine Z-Mod-Sounds gibt. Alter, wie der aus der Kurve rausscharrt einfach, ja? Nicht bei diesen Hypercars, denkst du ja, das geht in so eine LMP2-Richtung. Aber LMP2 ist komplett was anderes. Micha, das mit dem Oszillieren, vor allem Getriebe-Oszillation hat er Race Room irgendwann auch bekommen. Aber ja, ich glaube, die machen das mittlerweile generell beim Sound, ja. Kurve. Ich weiß, dass die mir bei Sebring immer
immer Schwierigkeiten bereitet. Nee, das ist echt kein LMP2. Philipp sagt, Reifen sind kalt. Hypercars brauchen perfekte Reifen. Ah ja, das merkt man. Ah, Entschuldigung. Die sind schneller als ich. Was haben wir noch hier? Monza? Pff, nö. Kenn ich nicht. Komm, wir fahren mal nochmal Le Mans. Ich meine, das heißt ja hier Le Mans. Fahren wir nochmal Le Mans. So, was ist das hier? Mhm. 4,5 Liter V8 ist wahrscheinlich überall das gleiche. Ach nee, guck mal, 3,5 Liter V6. Toyota. 2,6 Liter V6. Psch, aha. Psch, oh, der sieht geil aus. Scheiße, sieht der geil aus. 3,5 Liter V8. Ferrari. Was haben wir hier? 120 Grad V6. Aha. Und 5,5 Liter V8. Natural Aspirated. Aha. Na denn? Knicki knacki. So, guten Tag allen, die neuen zugeschaltet haben. Ich bin der Herr Löblich, das ist Le Mans Ultimate. Kostet 30 Euro, Early Access. KI ist gewöhnungsbedürftig. Die Grafik ist in weiten Teilen sehr gut und in Einzelheiten nicht so gut. Was mich am meisten stört, ist, dass es kein SSAO gibt. Sprich, keine realistische Abstrahlung des Lichts von Oberflächen und auch Schatten. Also es gibt keine dunklen Ecken, sondern das hört da auf und dann fängt ein Schatten an. Das ist echt ein bisschen schade. Nicht jede Lichtquelle wirft einen dynamischen Schatten, auch schade. Aber das war's. Sound geil, Fahrphysik geil, Force Feedback geil. Macht Spaß. Für 30 Euro, wer da Bock drauf hat, wer die Strecken mag, Le Mans, Sebring, Monza, Bahrain. Fuji und Portugal. Und wer die Klassen mag, Hypercar. Mindesthaltbarkeitsdatum, also MHD, hier LMDH und. Nee, LMP2 ist ja nicht LMDH. Oder ist LMDH Hypercar? Krotterock sagt, stillgebremst, dein Dienstgrad betritt den Raum. Hallo und rührt euch. Ich melde mich wie empfohlen. Schmirnippel, moin. Mein Anwalt hat sich gestern ein Navi gekauft. Das Verfahren wurde eingestellt. Hahaha. Witz des Tages. So, ich muss mal gucken, ob ich hier eine Nachricht gekriegt. Sekunde. Hier ist mein Stuhl. Habt ihr heute auch mal meinen Stuhl gesehen? Der ist schwarz. Ich weiß nicht, scheine irgendwas mit dem. Nein, ist auch egal. Ich höre immer noch. Das ist ja interessant. Der Ausklang der Glocke klingt wie das Geräusch meines Rechners. Ich dachte gerade, ich höre die Glocke immer noch, Alter. Action Makake sagt, die Autos nach LMH und LMDH bilden gemeinsam die Hypercar-Klasse. Aha, aha, aha.
Ich nenne meinen Hund einfach Caddy. Und dann halte ich dem immer so ein Stück Leberwurst hin und sage immer, Caddy, leck! Geil! Streckenbegrenzung? Achso, ich bin aus der Box falsch rausgefahren. Der geht. Ja. Geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Also LMP2 nicht so meins, aber das ist schon hier. Das ist schon was genaues. Find die Windgeräusche fast ein bisschen zu laut. Handystuhl. Alter, das Krasse bei dem Teil ist, oder bei den Teilen, da blockieren halt echt schnell die Räder. Also da den Punkt zu finden, okay, Bremse noch doller früher oder nicht oder doch, also schwer zu findender Bremspunkt, muss ich sagen. Hier ist noch keine Zeit für den Kuchen. Thank you.
aber auch. Mann, Mann, Mann. Andi, schönen guten Abend, mein Lieber. Micha fragt, ob schon Zeit für einen Kuchen ist. Nee. Kuchen sehen wir hier leider nicht. Können wir hier mal gucken, kurz. Oh Gott, ich bin schon bei 69,65, scheiße. Naja. Dann ist das halt so. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den... Ach komm, wir halt mal einfach von vorne nach hinten hier. Knickidi-knack. Evening one! Good evening, sir. How are you doing on this lovely day? Nee, der marschiert. Und wieder ein... Achso, ich muss ja hier nochmal drücken. Jo. So, Freunde, gleich mal die 200 Likes. Fehlt nicht mehr viel. 22 noch. In die Kurvebremse ist halt immer echt der schmale Grat. Ja, ich bin so ein in die Kurvebremser. Manchmal geht bei mir auch eine Bremsspur in die Hose. Wir hatten früher mal eine Arbeitskollegin, die hat anstatt schönen Tag oder guten, schönen Tag, hat die den Leuten immer nice day gewünscht. Nice day. Micha sagt, musst du mal mit dem Pad probieren. Ich sag dir, Schweiß ohne Ende. Ja, ich bräuchte mal jemanden, der mir den Seat schweißt. Dann könnte ich den mal wieder zulassen und hätte ein Auto. Verstehst du? Wegen Schweiß. Ich möchte an dieser Stelle kurz meinen Schwanz ins Bild halten und sagen, liken, kommentieren, abonnieren und wer Bock hat, von mir per Fax benachrichtigt zu werden bei neuen Streams oder Videos, drückt die Glocke unter dem Video, stellt sie auf alle. Wer mir unterstützen möchte, benutzt den Super-Button, wird Kanalmitglied oder benutzt einen der zahlreichen Links unter dem Video. Aber Freunde, drückt den Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Das ist wie Trinkgeld, kostenlos, unkompliziert, bringt den Kanal aber enorm weiter. Und dann braucht er nicht die scheiß richtigen Geldlinks da anklicken. Einfach Däumchen drücken. Das reicht völlig aus. Und schön zugucken hier. Und vielleicht mal euren Freunden erzählen. Leute, da hält jemand regelmäßig seinen Schwanz ins Bild. Guckt den euch an. Der hat sie nicht mehr alle. Micha sagt deswegen immer das Schlüpper hier. Genau, weil ich immer Bremsspuren in die Schlüpper drücke. Manchmal drücke ich auch Bremsschlüpper in die Spuren. Aber das habe ich mir abgewöhnt. Das ist ja jetzt auch Quatsch. Philipp geht jetzt kochen. Was kochst du denn, Philipp? Wasser? Machst du Wasser heiß wieder? Kevins Auto hat einen Motorschaden mit 88.000, Vorsicht, 481 Kilometer. Das ist schon schade. Marek sagt, ein Schwanz, ein Like. Das ist sehr schön. Ich bin ein einfacher Zuschauer. Ich sehe einen Schwanz, ich drücke Like. Ah, Ferrari hatte nicht der Elektro. Der Licht anders. Krass. Krass. Komplett. Wird ganz anderes. Finde ich gut. Oh, da hier wieder auch schön Getriebe oszillieren. Der ist auch schön laut, Alter. Der ist lauter als die anderen. Alpha Bandit, Nabend, mein Lieber.
Mach den Civic, Alter, Kevin. Das tut mir leid, Mann. Okay, der bremst. Ja, wir fahren hier den Lamborghini Fergini. Action Makaka sagt, das surrende Geräusch ist der E-Motor an der Vorderachse. Du, vorhin haben sie mich schon mal verarscht mit dem E-Motor. Hör auf, stimmt den? Das ist eine echte Michael Schumacher Ferrari. Ich schlafe übrigens aktuell in Cars Bettwäsche. Ist der laut? Der fährt sich aber gut. Gefällt mir von den Hypercars bisher am besten. Oh, jetzt hat er gerade hier ein Performance-Ding gehabt und hat richtig doll angefangen zu ruckeln. Ferrari ist geil. Der ist brutal. Ah, diese Kurve. Ich weiß, das hatte ich bei AMS 2 auch immer in dieser Kurve. Du musst nämlich vor... Entschuldigung. Oh, ist ja laut, Alter. Du musst vor der Rechtskurve eigentlich schon bremsen. Für den Abo. Oh, ich hab einen Bremsplatten. Haha, das finde ich gut. Porsche. Das ist zum Frühstück, Alter. GTE.
Alter, ist der laut. Hey, der geht. Das ganze Wochenende den schwarzen Bildschirm und der geht. Der Lautari ist Pferd, der Ferrari ist laut. Passiert. Nächste Runde sind ungültig. Da habe ich ein bisschen weit in gefahren. Ja, nett auf jeden Fall. Nett. Mila sagt, du musst langsamer fahren. Oh, war der laut, Alter. Mir tun richtig die Ohren weh. Man kriegt ja gar nichts von der Landschaft mit. GT3 und ACC finde ich ein bisschen kerniger, aber der Lautari hat auch was. So, was haben wir jetzt hier? Glickenhaus. Ach, Scuderia, der ist doch gerade hier. Glickenhaus bei Pipo Moteur. Bonjour, je m'appelle Glickenhaus bei Pipo Moteur. Avec le fromage de la chanson, Renaud Crotéat Pêché, fromage de la sauce. Prole. Klingt ein bisschen wie Joey damals bei Friends, wenn er versucht hat, Französisch zu reden. Eins in den Chat, wer es kennt und lustig findet. So, machen wir jetzt hier die 2000 Aufrufe noch voll oder was? Also erstmal brauchen wir auf jeden Fall noch 5 Däumchen für die 200. Aber 2,5 Stunden, 200 Likes. Ich hab's ein bisschen vorher geahnt. Ich habe ja gehofft, dass wir ungefähr 10.000 Aufrufe haben. Aber die Leute wissen noch ja nicht, was sie hier verpassen auf diesem unglaublich tollen Kanal mit mir als extrem gut aussehenden, eloquenten, sportlichen, reichen Profi-Simracer. Wollte ich an dieser Stelle einfach nur nochmal sagen. Robert sagt, man muss den Sound mit den Originalaufnahmen vergleichen. 99% Ähnlichkeit. Ja, der Sound ist sehr gut, muss ich auch sagen. Ich mag auch so diese feinen Details, ne, wie die Kieselsteinchen so unten ins Rathaus knallen. Peppi, Abend, mein Lieber. Schmiernippel, Alter. Immer noch einer meiner Lieblingslicks. Sagt Glickenhaus, was die Vorfahren wohl für einen Beruf hatten. Das fragt mich bei Bastian Schweinsteiger ehrlich gesagt auch. Da hätte ich mal was zu trinken holen können in der Zwischenzeit. Ich habe nämlich ein Dürstchen und mein Energietrunk, der gute Booster, ist leider schon alle. Achtung, Werbung übrigens an dieser Stelle. Da haben wir die 200 Likes. Ich bedanke mich herzlich, meine lieben Zuschauenden.
Herzlich willkommen allen, die neu eingeschaltet haben bei dieser Runde. Herr Löblich am Steuer. Sorry für die Werbung, die jetzt bei denen angezeigt werden, die dankenswerterweise keine Werbeblocker installiert haben. Dafür, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, haben ja alle, die die Werbung ausblenden, eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen. Und wenn nicht, dann soll euch der Blitz beim So losfahren. Schon vorwärts hier, die Hypercars. Philipp hat gesagt, warm fahren, Löbi. Alter, der wie der einfach ganz war. Selbe Klasse wie der Ferrari, ganz anderes Auto. Der fährt sich schon. Der fährt, als würde er nicht wiegen. Der Ferrari war so ein richtiger Rennsau. Das hier ist wie so ein. Ja, wie ich, also krass, wie du das im Lenkrad merkst. Sehen, wie ich mitgemacht habe. Du merkst es, die Wicht schon beim Bremsen. Der bremst ganz anders als der Ferrari. Krass. Geil. Ja, krass. Hyper, hyper. Robert fragt, ob es wahr ist, dass ich Herren-Unterwäschemodel bin. Das ist korrekt, ja. Wegen meines perfekt geformten Adoniskörper. Also aus der Kurve wollen die alle nicht so raus. Und bremsen wollen? Und die Haarpracht nicht zu vergessen. Danke, Robert. Nicht zu vergessen auch die Haarpracht. Ferrari, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir bisher am besten gefallen. Also von den LMHs. Komana Gamer, herzlich willkommen. Danke für dein Abo. Und Wayne ist auch am Start. Lange nicht gesehen, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja.
das Wertebefinden, mein Herr. Oh Gott. Kurve müssen wir noch üben. Also, das ist mir hier schon zu... Der ist mir zu leicht, zu aero, zu zickig. Dann lieber den Ferrari. Ferrari. Salami. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme. Hey, der bremst, Alter. Das ist wieder so ein Teil, wenn du da in echt drinne sitzt und Zahnprothesen hast, dann musst du schön den Mund geschlossen halten beim Bremsen, weil sonst hast du die vorne einfach auf dem Armaturenbrett liegen. Das ist ja auch blöd. Der schon wieder geschubst da hinten, der hässliche Kackfrosch. Im Wayne geht das prächtig, das ist auch sehr schön. Und ein Topf mit Mettenden. Aha, aha, aha. Ist ja mit ihm nicht richtig, Alter. Das klang, als wäre eine Hornisse vorbeigeflogen, ey. Alter, du fährst an denen vorbei, als würden die... an so einem parkenden Auto, Alter. Ach, die Reifenquietschgeräusche, Alter, das ist richtig, was ihr naut. Fick richtig gut. Fick richtig gut, Freunde. Richtig gut. jetzt Poigi Jod. Ach, der sieht so geil aus, Alter. Den fahr ich zum Schluss. Porsche hatten wir, dann kommt jetzt der Toyota. Ach nee, komm, wir ziehen einfach durch hier. Der sieht so geil aus, Alter. Sieht der geil aus. Geil. Mm. Miller sagt, nach dem LMDH musst du wieder GTE fahren. Da denkst du, du stehst. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor, ja. Ich möchte nicht leid, Klaus, Alter. Ich möchte clear. Was ist denn das hier eigentlich? Ich gehe mir mal ganz fix was zu trinken holen, Freunde. Ich bin sofort wieder da. Ihr hört ganz kurz ein klein bisschen Musik. Fertig, stand auf dem Schreibtisch, wusste ich gar nicht.
So, könnt ihr trotzdem kurz ein bisschen Musik hören. Vielleicht schafft er ja in der Zwischenzeit zu laden. Kiki fragt, gibt's auch die Nordschleife? Nee, gibt's nicht. Aber wenn du Bock hast auf dieselbe Engine, selbe Fahrphysik, denselben Sound und dieselbe Grafik, dann nimmst du R-Faktor 2. Da gibt's die Nordschleife. Alter, die Schraube, auf der mein Kopfhörer hängt. Das ist ja widerlich. Das sieht aus, als hätte er in der Butter dran geschmiert, Alter. Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle Hallihallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen. Mein Name ist Löblich, das ist Le Mans Ultimate Early Access. Tolle Grafik, toller Sound, tolle Fahrphysik, tolles Force Feedback für 30 Euro, 1A R-Faktor 2 Erweiterung. Wer R-Faktor 2 mag und kennt, wird sich hier sehr wohl fühlen. Neues HUD, neues Menü, keine Abstürze, Performance ist okay. Die KI stinkt ein bisschen und es gibt leider eine Grafik-Engine, die vieles kann, aber leider nicht alles. Aber es macht sehr viel Spaß. Ich hab mich richtig erschrocken, Alter. Verfatze, du Vogel, Alter, ich bin vor dir. Der hat so nach dem Start, hat er immer so ganz kurz ein bisschen zu tun. Da zieht die Engine so ein bisschen. Da hat er dann irgendwie nur 54 FPS und dann hast du so manchmal so einen Zeitlupen-Effekt, so ganz kurz, der dann wieder aufholt. Also hast du so ein aber ganz kurz und das hat dann so nach 10, 20, 30 Sekunden ist das vorbei. Baloo, guck mal in den ETS-ATS-Mod-Kanal auf dem Discord, da wird dir geholfen. Also ja, der Patreon-Zwang, aber kostenlos, du musst einfach nur Patreon-Member sein. Der ist neu. Deswegen weinen noch gerade alle rum, es war doch kostenlos. Ja, es ist auch immer noch kostenlos, aber nie mehr. Naja. Genau, die Mod funktioniert nur noch, wenn du Patreon-Member bist. Finde ich fair. Ich meine, da steckt da Arbeit drin und alles kostenlos für eine Erweiterung, die sich eigentlich auch der Entwickler hätte einfallen lassen können. Da kann man schon damit leben. Thank you.
Ja, der fährt sich wieder besser. Fährt sich sehr gut. Die Leute haben halt gleich wieder Abzocke und Schnüffelei und was weiß ich nicht alles vermutet. Ganz schlimm, und haben den da auseinandergenommen und der musste sich dann rechtfertigen. Und ich dachte, Leute, der hat einfach nur gemerkt, er sitzt da und arbeitet und arbeitet und arbeitet und in seiner Freizeit. Und die Leute nehmen das alles als selbstverständlich hin, und ne, finde ich schon richtig so. Wenn man Patreon übrigens von Ilya Yusupov ist, der Content Manager und Custom Shader Page programmiert, der hat, glaube ich, mittlerweile. Der hat, glaube ich, mittlerweile 40.000 Patreons oder so, ne? Und du musst mindestens 1 Euro bezahlen. Kriegst du aber eben auch was geboten, und der hat erstmal ausgesorgt. Finde ich super. Nichts passiert. Ich bin auch der Meinung, vernünftige Sachen kann man ruhig unterstützen. Vor allem, wenn es wie bei Pure oder Custom Shader Patch, vor allem, wenn es immer wieder Neuigkeiten gibt. Ne? Ich frage mich schon, ob es sinnvoll ist, für so eine Truck Mod 25, 30 oder 100 Euro zu bezahlen. Weil das machen die einmal. Und müssen dann im Endeffekt zum Schluss nur noch aufpassen, dass das auch mit den neuesten Versionen der Software funktioniert. Wenn sich da aber jemand hinsetzt und regelmäßig da die Sachen anpasst, finde ich, ist dann schon nochmal eine andere Geschichte. Tom fragt, wieso ich mit 2 Innenspiegeln fahre, weil ich es in den Optionen nicht ausgestellt habe. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich habe lieber ein Backup. Der fällt mir sehr gut. Der liegt gut auf der Straße. Okay, wenn man also Cut-Off und Traktionskontrolle volle Lotte stellt, kommt man ein bisschen einfach besser aus der Kurve. Weil ich bin ja da so eher ein Freund davon, mich dann andersrum ranzutasten. Also lieber erstmal volle Lotte und dann runter. Abend. Albert. Bonjour avec fromage. Einfach so ein Porsche stehen lässt, ja? Ich meine, das ist ein 911er GTE.
Freunde, was ist mit dem Daumen nach oben und dem Video passiert? Los jetzt. Jetzt. Jetzt drücken. Aber nicht zu doll, sonst... müsst ihr wieder duschen. Die sind so richtige Kackbitches auf der Bremse, Alter. Richtige cakey Batzen. Ja, gefällt mal. Am besten hat mir immer noch der Ferrari gefallen, muss ich sagen. Fipsi ist wieder da. Fipsi. Fipsi. Option. Renni, Autokupplung, Lenkhilfe, Gegenlenken, Bremshilfe, Unverwundbarkeit, ABS, automatisch Bremsen, Automatmotor, Scheinwerfer, Auto, Speedlimiter, KI-Stärke, Aggressivision. Wir können ja mal die Aggressivität ein bisschen runterstellen. Machen wir es so. Instant Replay. Steuerung. Grafik. Der Fixer hat Grafik, Streckendetails, Textur, Filterschatten, weiche Partikel, Regentropfen, Umgebungsreflexion, Optik, sichtbare Fahrzeuge, 25. Live-Fernsehmonitoreinheiten. Hat aktiviert. Standardansicht Spiegel. Gibt es nur an oder aus? Horizont stabilisieren. Okay, du hast eine HUD an oder aus. Kannst aber augenscheinlich die Spiegel... Du kannst auch nicht irgendwie große HUD, kleine HUD. Nein. Shady. Schade, schau, 2, 3, 4, 5, diddle, 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 so, Peugeot und Porsche, jetzt kommt der Toyota. Baloo sagt, hat die Klappe Patreon. Ja, sehr gut. Ja, ich hab ihm auch direkt einen Euro reingeknallt und hab gesagt, hier komm, Alter, Peter Böse kriegt von mir einen Euro. Ilja Josipov kriegt von mir einen Euro und dann kriegt der natürlich auch einen Euro dafür, dass er da irgendwie sitzt und die Grafik vom Truck Simulator geiler macht. Werde ich natürlich instant einstellen, wenn die 1.5 raus ist und alles unendlich viel besser ist im Euro Truck Simulator. Meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Kann man hier eigentlich vielleicht noch so ein Mühe? Guck mal, vielleicht. Nee, falsche Richtung. Nee, jetzt ist zu hell. Da überstrahlt der Hand. Na? Das wollen wir nicht. Da machen wir die 1000. Überstrahlt die Hand jetzt auch? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt. Jetzt nicht. Waschbär ist am Start, sehr schön. Guten Abend, ihr Lieber. Greetings. Greetings. Ach, scheiße, Alter, jetzt sind wir schon bei 69, 67. Ja, dann wird das wohl nichts mit dem Kuchen. Also dann muss ich hier nach dem Stream schnell den Kuchen rinballern. Das dauert dann aber auch nochmal 2 Stunden. Dann hoffe ich, dass da keiner abonniert in der Zwischenzeit. Ach nee, ich mach das anders. Ich krieg das schon hin. Ich bescheiße einfach. Ich mach das wie alle anderen YouTuber. Ich mach einfach den Screenshot bei 6969 und poste den dann einfach irgendwann. Ihr seht ja so erst, so wie ihr seht ja. Ihr seht ja sowieso nur, ob's. Das ist übrigens total interessant, das Abo-Ziel. Das ist ja wirklich interessant.
Streaming Tools, Overlays. Das Abo-Ziel, also der kapiert, der sieht, da hat er nicht. Session Data. Totals. 69,60. Goals. 69,35. Warum hat er hier 69,35? Da müssen 69,67 drin stehen. Ist ja sehr merkwürdig. So, jetzt müssen wir den hier wahrscheinlich, müssen wir das Overlay einmal Actualization, wie mein Vater sagen würde, der auf Englisch nicht konjugieren kann, und dann stehen da 69,67. Verstehe ich nicht. Also Stream Elements ist nicht so geil. Kann ich euch, wenn ihr anfangt, macht sofort Streamlabs. Ich glaube, Streamlabs ist besser, wobei wieder alle Geld kostet, das ist auch scheiße. Das ist immer irgendwas ist immer, Freunde. Irgendwas ist immer. So, 1988 Aufrufe. Das ist schön. Bis 2000 machen wir noch und dann zieh ich einfach einen Stecker. Tobias, schönen guten Abend. Blinke, blinke. Leuchte, leuchte. Wie ich es einfach nicht hinkriege. VV, Alter, verfatzig Vogel. Muss ein bisschen leiser machen hier bei mir am Kopfhörer. Philipp, schönen Abend. Kevin, ich meinte ja auch nicht zum Stream an sich, sondern für die Overlay-Geschichte. Green, green. Tobias, die Strecke kenne ich nicht. Es wäre, glaube ich, langweilig, weil ich erstmal in Zeitlupe fahren würde, um überhaupt erstmal die Strecke kennenzulernen. Oi, oi, oi.
einlenkt, Alter. Fast wie so ein Porsche. Wahrscheinlich kenne ich Portimao so, ja. Aber... machen wir dann irgendwann mal. Anders. Onnerstar. Da sitzt man hier tief. Okay, nicht meine Kurvenkombination hier. Also, einen haben wir noch, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Portimao. Fein. So, Auto. Was ist das jetzt hier? Van Wall. Was auch immer das ist. Gibson GL 458. Noch nie gehört. Ist aber auch ein 4,5 Liter V8. Naturally aspirated. Also kein Turbo, kein Kompressor, ist ein Sauger. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Daumen unter dem Video gedrückt, Freunde. Sind eigentlich die Reifenstapel, sind die immer blau-gelb oder ist sie jetzt gerade aktuell der Situation geschuldet? Oder ist sie da so? Rein aus Interesse. Le Mans ist älter als der Nürburgring, das ist ja spannend.
Beziehungsweise jetzt die Nordschleife. Die Nordschleife wurde 27 eröffnet. Aha, aha, aha. Bei Lynn kamen gerade 4K Triple auf High, vierfach Anti-Aliasing, 85 Frames raus. Na fein. Und Schmierpool geht noch eine Runde fliegen. Schmierpool? Ich kann nicht mehr lesen, Alter. Fasche, das ist hier irgendwie 3 Stunden im Kreis fahren mit schnellen Autos. Das äfft dein Gehirn. Mach es gut, Schminnebel. Danke für reinschalten, mitmachen, mitgucken. Bis zum nächsten Mal. Wir sind bei Kevin, wir sind bei 69,67. Also 2 Abos noch, aber ich muss erst den Kuchen backen. Also bitte mit den 2 Abos noch warten. Sascha sagt, Ladezeiten sind noch ein Traum. Naja. Anti-Stall activated. Okay, den muss man mit Sie ansprechen. Hallo Sie, dürfte ich Sie mal an die Beke titten? Ach, bin ich alt. Was waren wir jung, als man solche Witze noch machen durfte. Okay, den musst du wirklich mit Sie ansprechen. Stall ist aus dem Flugzeug, ja, oder vom Landwirtschaftssimulator, aber da heißt es dann Stall. Schreib's aus! Marek sagt Stufe 1, Stallone. Was auch immer das jetzt mit Stallone zu tun hat. Ja, was steht hier auch so ein scheiß Poller dahin, wenn ich mich drehe?
Moin Sascha. Ja, nee, ich probiert noch mal mit meinem Lieblingsfahrzeug. Jetzt, wo wir die anderen alle alles probiert haben, machen wir noch mal, fahren wir noch mal ein klasse Auto aus der Autoklasse GTE. Und zwar den jüngsten Porsche, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Gegen wen spielen sie denn, Sascha? Achso, du wirst mich ja nicht hören. Entschuldigung. Sascha sagt 1:1. Oh, haben die anderen ein Tor geschossen. Sascha Bar fragt, ist das ein Hyper oder ein LMP2? Das war Hypercar. Der Wanderwall. Van der Waal. Sylvie van der Vaart. Round 1. Fight. Ach, Sascha, lieber unentschieden als ja kein Verein. Gegen Bayern. Ach, geil. Von denen er Kaffee bestellt. Der FC Bayern Kaffee. Bin sehr gespannt. Oh, die LMPs, also ich finde die Hypercars weniger zickig als die LMPs und die GTEs weniger zickig als die LMPs. Also die GT, also die, nee, die, also die zickigsten sind für mich eigentlich die LMPs, weil die, der Grenzbereich ist halt echt, der kommt halt echt spät, aber wenn er kommt, ist halt vorbei. Beim Hypercar kannst du mal noch so ein bisschen was machen und beim GTE, da kannst du ja ganz entspannt, da kannst du ja quasi im Gedrift durch die Kurve brettern. Martin, schönen guten und auch Abend. Was die alle hier nicht wollen, alle wollen nicht auf die Bremse in der Kurve. Also nicht mal im Kürfchen. Das ist halt ziemlich... eindrucksvoll, muss ich sagen. One pressure full. Nee, da gucken wir noch mal hier. Sascha sagt, kommen die Hypercars nie eingefangen. Wenn der Poppes kommt, dann richtig. Ja, aber ist doch bei LMP nicht anders. Straßenfahrzeug fahren.
Aber wie können die denn mit kalten Reifen schon so eine Kurven fahren und so bremsen? Martin fragt, Lenkrad? Fragezeichen. Sätze? Fragezeichen. Und schon Bremsplatten. Das ist richtig heftig, ey. Sascha, ich mach gleich Feierabend. Okay, das ist so krass anders. Welche Lenkrad? Ich fahre ein McLaren GT3 V2 von Fanatec. Der DD1 Base von Fanatec, genau. Keine Ahnung, ob der Schriftzug aufgeklebt ist. Lind, ist der Schriftzug aufgeklebt? Ja, könnte sein. Einfach nicht meine Fahrzeugklassen, Alter. Oh, das Feedback, Alter. Ja, finde ich, passt da sehr geil hin an die Stelle der Fanatec-Schriftzug, muss ich sagen. Platten, das ist unnormal. Kann ich nicht laut sagen. Aber auf jeden Fall reagiert gleich mein...
weil einfach das ganze Rig vibriert. Das ist total krass. Jetzt eigentlich keine blaue Flagge. Ich ahne, dass mir gleich ein Porsche hinten drauf fährt. Also ich kann nicht bremsen, wo der Porsche bremst. Da blockieren mir die Räder. Kriegen wir noch 20 Likes hin, Freunde? So vermutlich die, auch diese Crash-Sounds haben sie geil gemacht. Was ist denn hier eigentlich mit Wiederholung?
Andreas hat ein Abo dagelassen. Na, das ist doch fein. Gucken wir direkt nochmal rein. 68. sehr schön. Herzlich willkommen im Club, lieber Andreas. Okay, also es gibt hier irgendwie auch kein Replay. Steuerung und R oder so. So, Freunde, 3,5 Stunden reicht. Kommen wir zum Fazit. Ich hab's aber auch für alle, die jetzt später eingeschaltet haben, sage ich es ja nur nochmal. Alle anderen haben es ja mitbekommen. Was ist mein Fazit? Mein Fazit ist, wer Bock hat auf diese Klassen? Le Mans GTE, LMP2 und Hypercars, also LMDH und LM, weiß ich nicht, wie sie heißen. Auf Le Mans, auf Sebring, auf Monza, auf Spa, also in den Strecken, die wir hier drin haben. Mit der R-Factor Engine kann für 30 Euro beruhigt zuschlagen. Wie ich vorhin erfahren habe, hat man wohl von einem DLC abgesehen und ein komplett neues Spiel gemacht, weil offizielle WEC-Lizenz, und so hat man halt die offizielle WEC-Lizenz für diese ganzen Le Mans-Prototypen, Hybrid-Cars und GTEs in einem dedizierten Spiel, in einer Simulation. Die Ladezeiten sind ein bisschen besser als bei R-Factor 2. Menü ist besser als in R-Factor 2. Hat gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Aber man kann einfach den R-Factor 2 Unterbau nicht leugnen. Wer R-Factor 2 richtig scheiße findet, wird seine Gründe haben und der wird auch mit LMU, Le Mans Ultimate, beziehungsweise leck mich unten rum, nee, war ein Spaß, wird auch mit Le Mans Ultimate keinen Spaß haben. Von daher, wer sich diese Strecken und Fahrzeuge für 30 Euro als DLC auch gekauft hätte für R-Factor 2, kann beruhigt zuschlagen. Force Feedback toll, Sound toll, Grafik toll, Performance toll. Wie gesagt, bei der Grafik fehlen mir so ein paar Effekte wie SSAO, ne? Also realistische Abstrahlung des Lichtes von Oberflächen und auch der Schatten von Oberflächen. Überhaupt, dass sich so Schatten in den Ecken sammeln und so. So was fehlt mir ein bisschen. Mir fehlt so ein bisschen, mir fehlen dynamische Lichter. Also dass Objekte, die ich anleuchte, einen dynamischen Schatten werfen. Oder wenn ich jetzt mit dem Auto unter der Straßenlaterne langfahre, dass ich so dynamische Schatten habe. Es ist halt einfach die R-Factor 2 Engine. R-Factor 2 ist von 2013 und kann einfach nicht leugnen, dass es einfach schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Dafür gibt es eben sehr geile Sachen. Die Lichter sehen mega geil aus. Die Lackeffekte, Glanzlichter und so, sieht super toll aus. Die Blendeffekte in den Spiegeln sehen geil aus. Wetter sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Regen hat mir sehr gut gefallen. Sound tippitoppi, Force Feedback tippitoppi, Fahrphysik tippitoppi. Also, wer Bock hat auf ein extra DLC für R-Factor 2, für ein Standalone-DLC für R-Factor 2, kann auf jeden Fall zuschlagen, vor allem wenn er sich für die Thematik interessiert. Und wer sowieso schon keinen Bock hat auf R-Factor 2, sollte vielleicht auch hier nicht zugreifen oder mal warten, bis es vielleicht im Sale ist oder so. Ja. Bocki fragt, wo ich das Wallpaper her habe. Das habe ich selber gemacht, indem ich eine KI mit den richtigen Prompts befeuert habe. Ja, das war's, Freunde. Also, hier gibt es auch keine großartigen Fragen mehr. Dann sage ich, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Runde. Herr Löblich am Steuer heute mit Le Mans Ultimate im Ersteindruck.
Hypercars, LMP2, GTE, alle Autos gefahren, Spa haben wir uns angeguckt, Le Mans haben wir uns angeguckt und Sebring haben wir uns angeguckt. Und ich habe alles dazu gerade gesagt, was ich hätte sagen können. 30 €, wenn man da Bock drauf hat, kann man dafür ausgeben. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Weiß nicht, was ihr heute noch macht. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal irgendwie schön was zu fressen ins Gesicht schmieren. Und Kuchen werde ich auf jeden Fall machen. Ja, ich halte an dieser Stelle wieder mal meinen großartigen Schwanz ins Bild und sage liken, kommentieren, abonnieren. Und wer Bock hat, von mir per Fax benachrichtigt werden, wenn er in Streams oder Videos, drückt die Glocke unter dem Video und stellt sie auf alle. Wer mich unterstützen möchte, drückt den Super-Button unter dem Video oder wird Kanalmitglied oder benutzt einen der zahlreichen Links in der Videobeschreibung. Aber Freunde, ihr wisst ja, Daumen drücken, Popaumen drücken, reicht vollkommen aus. Drückt den Daumen, schüttelt die Pflaumen, ist wie Trinkgeld, kostenlos, unkompliziert, bringt den Kanal aber enorm weiter. Und dann brauche ich nicht euer, richtiges Geld. Ich brauche eure Däumchen. Ich brauche, dass ihr zuguckt, dass ihr regelmäßig zuguckt. Und im Optimalfall lasst ihr noch ein Abo da. Und ich sage an dieser Stelle tschüss mit Üs, ciao mit Au, tschüss mit Io. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Tschüss.